Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Und ja, heute geht es einmal um ein Thema, was mich schon seit mehreren Monaten beschäftigt oder euch wahrscheinlich auch. Und ja, wo ich jetzt schon seit bestimmt 3 Monaten dran arbeite, dieses Video zu machen. Heute geht es um das Bashing gegen die Elektromobilität und gegen die Klimaaktivisten, die halt gegen den Klimawandel kämpfen und da wirklich schon sehr viel bewegt haben. Ja, ich habe hier ein mächtig dickes Skript vor mir, weil ich so viel zusammengeschrieben habe an Informationen, die ich mir aus dem Internet geholt habe, was übrigens jeder machen kann, der auch schon bei YouTube, Facebook oder sonst irgendwo Kommentare schreiben kann. Man kann sich auch mal informieren und darum geht es eigentlich im heutigen Video. Und ich habe es schon gesagt und ja, um eins vorwegzunehmen, die Elektromobilität ist in meinen Augen nicht die endgültige Lösung der zukünftigen Mobilität. Es ist eine Möglichkeit, genauso wie Wasserstoff vielleicht eine Möglichkeit sein kann oder irgendeine andere Technik, die noch in der Entwicklung ist oder die noch entwickelt wird, was wir aber noch gar nicht wissen, weil es halt Zukunftsmusik ist sozusagen. Also für mich ist halt die Elektromobilität momentan eine mögliche Lösung. Und ja, wie gesagt, was mich halt sehr beschäftigt hat in den letzten Monaten, ist halt dieses Bashing gegen die Elektromobilität und ja, auch das Thema Kinderarbeit. Das kommt hier heute auch drin vor, was ja viele Leute benutzen als Deckmantel, um die Elektromobilität schlecht zu machen, mit ansonsten ja, fadenscheinigen Begründungen, die, wenn sich die Leute denn mal ein wenig schlau machen würden, alleine im Internet, ganz schnell drauf kommen würden, dass es eigentlich absoluter Blödsinn ist, was sie da erzählen, weil sie bezichtigen die Elektromobilität mit etwas, was sie selbst ja im Endeffekt jeden Tag selber leben bzw. anwenden, verbrauchen, wie auch immer. Und da geht es halt in diesem Video, die Elektromobilität dafür schuldig zu sprechen, dass es Kinderarbeit gibt. Diese Kommentare finde ich eigentlich nur noch widerwärtig, weil sie eigentlich nur zeigen, wie ja, kleingeistig oder wie wenig informiert diese Leute eigentlich über die eigentliche Thematik, über die sie drüber herziehen, sind. Und ja, weiter geht es nach dem Intro mit dem ganzen Inhalt aus diesem Skript. Es ist nicht viel, sind bloß ein paar Seiten. Also bleibt dran. In letzter Zeit begegnen mir immer wieder Hasskommentare und Anfeindungen gegen die Elektromobilität und gegen die Klimaaktivisten, also die Klimabewegung, die wir hier haben. Und da ist es egal, ob das jetzt gegen die Gruppe der Klimaaktivisten geht oder gegen Greta Thunberg ganz besonders. Das finde ich halt schon ziemlich hart, was da für Kommentare gekommen sind, was da für Anfeindungen gekommen sind, die also wirklich schon teilweise äußerst kriminell sind. Also da schon mit Morddrohung ist man den Leuten gekommen oder aber man sollte sie auf gut Deutsch in den Puff stecken. Sorry Leute, überlegt mal, was ihr da vom Stapel lasst, wenn ihr so eine Kommentare von euch lasst. Da ist halt ein Kommentar wie der, die verzogene Göre sollte endlich mal wieder zur Schule gehen und diese nicht immer schwänzen und andere dazu anstiften, es gleich zu tun. Das ist noch ein harmloser Kommentar, nur beschäftigt euch vielleicht mal mit dieser jungen Frau, dann wisst ihr auch, was sie genauer macht. Ja, andere Kommentare zu Streiks und Demonstrationen kommen dem Entschluss, dass sie gefälligst dann streiken sollen oder demonstrieren, wenn wir nicht arbeiten, damit wir nicht im Stau stehen und schneller zur Arbeit und wieder nach Hause kommen. Das ist ein saublöder Kommentar. Wann sollen die Leute denn demonstrieren? Wenn Feierabend ist, vielleicht um Mitternacht, wenn alle im Bett liegen oder meine Demonstrationen sind ja beispielsweise auch von Gewerkschaften, wenn es um Arbeitsplätze geht, wenn es um Lohnanpassungen geht.
Da seid ihr selbst auch von betroffen. Ihr wollt ja vielleicht auch nicht immer mehr Geld ausgeben, sondern dementsprechend auch mal mehr Geld wieder einnehmen. Wenn ihr natürlich dagegen seid, dass dafür demonstriert wird, währenddessen ja, die Mehrheit unterwegs ist und durch diese Demonstration halt auch mal etwas davon mitbekommt, ja, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr denn vielleicht wirklich mehr Geld haben wollt oder vielleicht doch lieber mehr Geld ausgeben als einnehmen wollt. Dann gibt es halt Kommentare wie, wo Leute halt die Elektromobilität beschuldigen, die Umwelt zu zerstören. Die Elektromobilität sei verantwortlich für Kinderarbeit im Kongo. Die Elektroautos würden nie an die Reichweite eines Dieselautos heranragen. Ich meine, wenn ich natürlich permanent Äpfel mit Birnen vergleiche, dann wird es auch nicht dazu kommen. Das ist aber eine andere Geschichte. Die Kinderarbeit, da komme ich später noch zu. Da habe ich mich nämlich auch mal schlau gemacht und da bin ich aber im Endeffekt auch immer so ein wenig verfahren gewesen. Ich habe immer auf die Elektromobilität geachtet, jetzt wo ich hier dieses Video ausgearbeitet habe und habe eigentlich alles andere ringsrum vergessen, beziehungsweise nicht vergessen, verdrängt, weil ich halt überhaupt nicht mehr den Blick dazu hatte. Ich war total festgefahren auf die Geschichte mit der Elektromobilität. Und Leute, das solltet ihr vielleicht auch mal machen, bevor ihr einen Kommentar lostretet. Nicht immer nur den Fokus auf eine Sache richten, sondern mal links und rechts daneben gucken und vielleicht mal auf sich selbst auch achten. Und so kommt es dann auch dazu, dass Leute ohne konkrete Argumente für Klimawandel und gegen Elektromobilität sind. Diese Leute leugnen heute immer noch den menschengemachten Klimawandel, obwohl der von vielen Experten weltweit, die auch unabhängig sind, also nicht von irgendwelchen Konzernen bezahlt werden, ja, belegt wurde, dass dieser Klimawandel tatsächlich menschengemacht ist. Und da fällt mir halt immer ein Zitat ein, das heißt, die Menschen brauchen die Erde, aber die Erde nicht die Menschen. Also darüber sollte man sich halt mal klar sein, dass wir hier wirklich zu Gast auf diesem Planeten sind. Und wenn hier was kaputt geht, dann sind wir halt diejenigen, die in den Arsch gekniffen sind. Ja, es wird halt, in dieser Klimawandel wird halt bestritten, dass der Mensch gemacht wäre. Es sei halt von Natur aus so und damit müssten wir halt leben und fertig ist. Ja, man argumentiert ja auch, dass es halt die Eiszeit gegeben hat und die Steinzeit und wie auch immer diese ganzen Zeiten hießen, wo es halt Veränderungen gegeben hat. Und ja, es sind auch irgendwelche Asteroiden auf die Erde eingeschlagen, die dann halt, die, so vermutet man es oder hat man es halt recherchiert, die Dinosaurier hat aussterben lassen. Und ja, das gab es alles, aber das, was hier momentan abläuft, ist nachweisbar, dass es tatsächlich ja, menschengemacht ist. Ja, gehen wir mal weiter zu den einzelnen Punkten, die ich jetzt habe. Und da haben wir beispielsweise den Punkt oder den nächsten Punkt: Lithiumabbau zerstört Grundwasser. Ja, die Hasskommentare und Freunde des Klimawandels haben da wieder zugeschlagen und behaupten halt immer wieder, dass Lithium ausschließlich für die Akkus der Elektroautos abgebaut wird und dass das Schlimmste daran sei, dass bei dem Abbau von Lithium das Grundwasser verseucht wird, welches die Menschen zum Trinken und für die Landwirtschaft brauchen. Und das Allerschlimmste ist noch, dass durch die Förderung von Lithium für Elektroautos die Atacama-Wüste entstanden sein sollen. Ja, liebe Leute, da merkt man schon mal, ihr seid nicht gerade die Hellsten auf der Torte, die hier so rumleuchtet. Alle lernen wir immer wieder dazu und das ganze Leben über. Gehen wir mal der Reihenfolge nach. Also, ja, tatsächlich für die Produktion von Akkus für Elektroautos oder generell für Batterien, muss man sagen, wird halt Lithium benötigt. Und ja, das Lithium wird unter anderem auch aus der Atacama-Wüste gewonnen. Falsch daran ist allerdings, dass die Atacama-Wüste durch die Produktion von Akkus für Elektroautos entstanden ist. Also da sind wir weit weg entfernt, nämlich rund 15 Millionen Jahren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor 15 Millionen Jahren schon Elektroautos gegeben hat, mit denen die Menschheit durch die Gegend gefahren ist, weil dann wären wir, glaube ich, in der Entwicklung von Elektroautos schon einiges weiter. Und ja, kommen wir nochmal zum Trinkwasser.
Also wer noch nicht weiß, dass die Atacama-Wüste eine Salzwüste ist und aufgrund einer oder vielmehr auf ein Salzsee sich entwickelt hat, dem sei das jetzt mal erklärt worden. Da kann man übrigens in so einigen Lexikas nachgucken, da steht das auch drin, dass halt die Atacama-Wüste eine Salzwüste ist. Und wenn ihr die Atacama-Wüste betritt, dann steht ihr ganz einfach auf einer meterdicken Salzkruste drauf. Und unter dieser Salzkruste befindet sich immer noch der Salzsee. Und ich glaube nicht, dass ihr dieses Wasser trinken wollt, weil dabei handelt es sich nämlich um eine gesättigte Lösung. Die Atacama-Wüste ist übrigens 1200 Kilometer lang. Ja, wenn dem allen so wäre, dass halt die Atacama-Wüste durch die Produktion von Batterien entstanden sein soll, dann müsstet ihr euch jetzt ganz warm anziehen, weil es betrifft euch nämlich selbst auch, weil die Batterien, die verwendet werden, oder vielmehr die mit dem Lithium produziert werden, die Mehrheit dafür wird, zumindest zum momentanen Stand, den wir jetzt haben und den wir auch in den wahrscheinlich nächsten ein, zwei Jahren noch haben werden, wird die Mehrheit für Smartphones verwendet. Da geht der größte Teil rein. Gefolgt dann natürlich auch noch von Rasierapparaten, Zahnbürsten, also alles Elektrische, wo halt ein Lithium-Akku drin ist. Da gehört auch der Epilierer dazu oder eine Akkutaschenlampe, MP3-Player, Tablets, Laptops. Und das alles insgesamt zusammen, die ganzen Batterien, machen einen Anteil von 37,4% bei der Lithium-Verwertung aus oder Verwendung. Da steckt halt überall das Lithium drin, aber noch weiter geht es, wo Lithium drin steckt, nämlich in Glas, also in dem, aus dem ihr gerade euer Bier trinkt oder durch das ihr halt dieses Video hier seht. Und ja, als nächstes noch Keramik, da steckt es auch drin mit und Schmiermittel. Also Schmiermittel kennen wir so, Öl, Motoröl, Getriebeöl, Öl für Servolenkung oder auch zum Abschmieren von Kugellager beispielsweise. Also ihr hört schon, da sind Sachen bei, die findet ihr auch in einem Verbrennerauto, beispielsweise Motoröl oder auch Getriebeöl. Das wird literweise in Verbrennerautos halt verwendet. Ist ja auch logisch, das muss ja alles geschmiert werden. Da sind ja unwahrscheinlich viele bewegliche Teile drin. Währenddessen in einem Getriebe von einem Elektroauto, da reden wir von ja vielleicht 200 Milliliter oder lasst es 300 Milliliter Öl sein, die da reingehen in dieses kleine Getriebe. Das ist ungefähr die Menge, das kann man sich so vorstellen, wie in einem normalen herkömmlichen Differential. Ja, wo kommt noch Lithium drin vor? In Klimaanlagen beispielsweise. Klimaanlagen habt ihr auch in eurem Verbrennerauto drin, also da nehmen sich beide nichts. Genauso in Strangguss- und Kunststofferzeugnissen. Also hallo, Verbrennerauto, sowas habt ihr auch. Oder Aluminium und andere Anwendungen gibt es da noch, wo halt Lithium drin ist und Aluminium. Ich denke nur mal so an die schicken Alufelgen, die ihr euch jetzt gerade für den Winter gekauft habt. Oder aber das Auto, was sogar aus Aluminium Karosserieteilen besteht. Da findet ihr halt Lithium. Ja, Lithium hat halt so in der Automobilindustrie Einzug gehalten. Und nicht nur da, sondern auch im Haus- und Straßenbau, zum Beispiel bei Armierung. Da wird es halt auch verwendet. Ja, und da stellt sich mir dann halt ja die Frage, wer da gerade gegen Elektromobilität gebasht hat und hurra, der Dieselmotor lebe hoch. Also so einfach ist das nicht. Da sollte man sich halt wirklich mal vorher schlau machen und sich mal schlau lesen, wo denn überall Lithium drin verbaut wird und oder drin steckt halt, ja, wie halt hier schon gesagt, auch im Verbrennerauto, auch wenn wir da vielleicht von anderen Mengen reden, aber es gibt weitaus mehr Verbrennerautos als Elektroautos und da sollte man sich halt mal Gedanken drüber machen. Ja, also somit dürfte halt die Behauptung hinfällig sein, dass Lithium würde ausschließlich nur für die Akkus der batteriebetriebenen Autos benötigt und würde somit die Natur zerstören. Bei Natur zerstören gehe ich gerade noch mal ein paar Sätze zurück. Aluminium, denkt alleine mal darüber nach, da schreit auch kein Mensch mehr drüber nach.
wie Aluminium in Südamerika, in Brasilien beispielsweise gefördert wird. Da gibt es ja riesengroße Vorkommen, wo Aluminiumsalze in der Erde drin vorkommen. Die Förderung von Aluminium hat ja dazu geführt, dass halt der brasilianische Urwald auch mit abgeholzt wird. Also ist es ein Grund dafür, dass er abgeholzt wird. Nicht nur der, sondern auch die Rindfleischnachfrage in China beispielsweise. Da wird halt der Wald in Brasilien gerodet, um dann halt das Futtermittel, also Sojabohnen in dem Fall, fürs Futtermittel der Rinder anzubauen. Also man kann das Ganze noch weiter ausholen, wo ihr selbst vielleicht auch drin steckt, wenn ihr denn mal ein argentinisches Rindsteak esst oder sonst irgendwas oder andere Geschichten, wo kommt das Futtermittel her, wo wird es angebaut oder wenn ihr euch ein neues Auto kauft oder irgendwelche Gerätschaften für zu Hause, neue Gartenmöbel aus Aluminium beispielsweise, wo kommt denn bitte schön das Aluminium her? Ja, das muss ja irgendwo erzeugt werden. Und das Schlimme daran ist halt nicht nur, dass der Urwald in Brasilien dadurch gerodet wird, sondern es geht halt in der Fauna und Flora sozusagen sehr viel verloren im Tierreich des brasilianischen Urwaldes. Da wird sehr viel zerstört, alleine nur weil der Urwald gerodet wird. Und das nächste Schlimmste ist dabei, diese Aluminiumsalze müssen mit Chemikalien rausgelöst werden und die Abwässer, die entstehen, die werden einfach in die Flüsse geleitet und sind hochgradig krebserregend, was dann halt wiederum auf die Bevölkerung zurückgeht, die dann halt Krebs bekommen. Und das finde ich in dem Fall ist eine extrem schlimme Geschichte. Und ich finde sie schlimmer, als wenn man jetzt Salzwasser verdunsten lässt und daraus halt das Lithium holt, auch wenn es für die Umwelt dementsprechend vielleicht noch Nebenwirkungen haben kann, die aber geringer sind, als wenn ich gleich einen kompletten Landstrich sozusagen halt mit Chemikalien vergifte. Und kommen wir nochmal zurück zur Atacama-Wüste. Ich habe es ja schon mal angesprochen. Das Ganze ist halt so, dass die Atacama-Wüste ja halt auf einem Salzsee drauf ist und sich darunter halt, also unter der Kruste halt immer noch dieser See befindet mit dieser starken oder mit dieser gesättigten Lösung. Und aus dieser gesättigten Lösung wird halt, indem man das Wasser hochpumpt und dann halt verdunsten lässt, holt man halt die ganzen Mineralien, die da drin sind, halt heraus. Und da drin ist halt auch das Lithium mitgebunden. Und das wird daraus halt gewonnen. Übrigens, früher war es so, dass das Lithium sogar ein Nebenprodukt war, also ein Abfallprodukt, weil man eigentlich Kalium gefördert hat. Und das Kalium brauchte man halt für die Industrie, das brauchte man in der Medizin, das brauchte man in vielen Anwendungsbereichen. Und da war eigentlich Lithium übrig gewesen. Und irgendwo ist man dann drauf gekommen, von wegen, man kann das Lithium auch noch weiterverwenden. Und hat es dann halt dementsprechend mit genutzt. Heute sieht es so aus, dass das Lithium auch mit ein Rohstoff ist, der auf der ganzen Welt gefragt wird und nicht nur für die Akkuproduktion, sondern auch noch zu einem Großteil für ganz andere Geschichten. Und da sollte man sich dann halt mal Gedanken machen. Ich habe sie ja schon aufgezählt, ob man nicht selber da auch sogar was von hat. Weil wir leben alle davon, die ganze Welt hat sich so im Endeffekt oder die Menschheit hat sich so aufgebaut in ihrer Entwicklung, dass wir diese Rohstoffe mit verwenden. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich total anwidert und wo ich wirklich mal fragen muss, ob die Leute, die diese Kommentare loslassen, noch wirklich alle Latten am Zaun haben, weil es gibt kaum einen Ausdruck, den man dafür sagen kann. Also ich finde es nicht nur unverschämt, ich finde es widerwärtig, dass solche Kommentare gebracht werden und die Leute eigentlich keinen Grips in der Birne haben. Und hier geht es halt die Hetze wegen Kinderarbeit beim Kobaltabbau. Ja, ich finde halt, wie gesagt, Kinderarbeit finde ich extrem schlimm. Wir reden hier halt davon, dass Kinder gezwungen werden zu arbeiten, anstatt zur Schule zu gehen oder einfach Kinder zu sein. Und sie müssen halt unter ja teilweise unmenschlichen Bedingungen, wie auch die Erwachsenen übrigens auch, dort arbeiten. Also sie müssen da halt
ja, Arbeiten vollrichten, wo man hier nach westlichen Standards eigentlich nicht mal erwachsene Leute hinschicken würden. Und was ja, Kinderarbeit ist halt auch ein weltweites Phänomen. Und Kinderarbeit steckt auch in vielen Dingen des täglichen Lebens drin. Da muss man auch wirklich mal aufpassen, und wo man die Sachen kauft, was man da kauft. Und da kann man sich übrigens im Internet wunderbar schlau machen. Da gibt es einige Seiten, wo halt über Kinderarbeit geschrieben wird, wo sie denn drin steckt, wo sie ja herkommt. Und dieses so Rumgeschrei, dass halt die Kinderarbeit entstanden sei durch Elektroautos oder aber die Elektroautos die Kinderarbeit fördern. Ich finde das Ganze nur widerwärtig, wie ich es ja schon gesagt habe. Und ja, es ist halt schlimm, dass Kinder immer noch arbeiten müssen. Und wir reden jetzt halt davon, gerade mal im Fall von Kobalt, dass rund 20% des Kobalts, was abgebaut wird, wird leider immer noch von Menschenhand abgebaut. Das heißt aber immer noch nicht, dass da Kinderarbeit zu 20% der Gesamtförderung drinsteckt, sondern es ist nur, die 20% betreffen halt nur den Anteil der Gesamtförderung weltweit, die noch von Menschenhand, also nicht industriell gemacht wird, wo halt Leute wirklich ohne Absicherung sich selbst ihre Stollen graben, um dann halt das Kobalt abzubauen. Und 80% des Kobalts sind halt wohlgemerkt dann halt industriell, wo halt mit Maschinen gearbeitet wird, wo halt dementsprechend abgebaut wird mit Sicherungsmaßnahmen, damit da halt keiner zu Schaden kommt. Wie gesagt, es das heißt noch lange nicht, dass 20% Kinderarbeit drin stecken. Wir reden halt wohlgemerkt nur von der Arbeit, die wirklich von Menschenhand direkt gemacht wird. Und ja, das Ganze zu verunglimpfen und sich jetzt auf dieser Geschichte mit Kinderarbeit auszuruhen, aber gar nicht zu wissen, was dahinter steckt, das ist halt die absolute Sauerei, die ich da drin sehe. Und diese Hasskommentare über diese Elektromobilität in Verbindung mit Kinderarbeit ist hier komplett fehl am Platz. Und da sollten sich die Leute wirklich mal überlegen, was sie da eigentlich vom Stapel lassen. Denn rund 70% der Kinderarbeit findet übrigens in der Landwirtschaft statt. Rund 18% arbeiten in Bereichen, wo selbst erwachsene Menschen nicht arbeiten würden. Darunter fällt beispielsweise die Prostitution. Und erst die letzten 12%, wenn ihr mitgerechnet habt, kommen wir dann nämlich auf 100% von von der Kinderarbeit. Arbeiten in der Industrie, also sprich unter anderem auch in dem Bereich, wo Kobalt abgebaut wird. Aber Industrie heißt beispielsweise auch irgendwelche Billigklamotten herstellen oder aber Teppiche knüpfen oder sonst irgendwas in dieser Art. Und in diesen 12% ist irgendwo ein Anteil an Kobalt mit drin, von dieser Kinderarbeit bezogen jetzt oder auf diese Kinderarbeit bezogen. Und diese 12% sind nicht 100% der Elektroautomasse. Da muss man halt auch endlich mal von wegkommen. Oder die Leute, die halt meinen, dass Elektromobilität Kinderarbeit fördert. Da gibt es viel schlimmere Dinge, wie ich sie gerade eben aufgezählt habe. Doch warum gibt es überhaupt die Kinderarbeit? Das ist ganz einfach damit erklärt, dass es halt Armut gibt. Nämlich Armut in den Ländern, unter anderem auch im Kongo. Das wollen wir hier gar nicht jetzt beschönigen oder so. Die Kinderarbeit ist einfach oder entsteht aus dem Zwang daraus, dass die Leute ja leben wollen, und sie haben halt diese Armut und müssen halt alle arbeiten, damit das tägliche Brot zusammengekratzt wird. Und wie gesagt, 70% arbeiten tagtäglich in der Landwirtschaft. Und ich sag mal, das ist immer noch die harmlosere Form, in Anführungsstrichen wohlgemerkt, von dieser ganzen Kinderarbeit. Wobei es mir natürlich lieber wäre, die Kinder würden zur Schule gehen, würden was lernen und würden den Rest des Tages einfach Kind sein und rumtoben können. Und wenn ihr jetzt alle etwas gegen Kinderarbeit tun wollt, dann seht euch einfach mal bei euch selber um und fragt euch mal, warum es bei euch immer das Billigste vom Billigen sein muss. Warum muss es ein Pullover für 3 € sein oder ein Teppich für 20 €, ein paar neue Schuhe für 3 € oder eine Jeans für 15 €? Ja, wer glaubt denn eigentlich, macht diese Billigpreise eigentlich und ja, möglich? Und das kann ich euch schon mal sagen, es sind nicht die Top-Einkäufer,
sondern ist es tatsächlich die Bezugsquelle, und sobald da Kinderarbeit mit drin steckt, ist ein solches Produkt einfach nur billig, und da braucht ihr eigentlich nur mal so Richtung Indien gucken oder so diese angrenzenden Länder. Da ist halt Kinderarbeit immer noch das Tägliche, da ist das immer noch sehr aktuell und sehr verbreitet, gerade in den Fabriken, wo halt für unsere Lebensverhältnisse Billigklamotten hergestellt werden. Und ich habe schon aufgezählt, also ein T-Shirt oder ein Pullover für 3 € oder sowas, ja, also das ist, da ist Kinderarbeit drin. Und dann müsst ihr mal gucken, wo ist überall blaue Farbe drin. Da könnte dann nämlich auch noch Kobalt drin sein. Und es muss halt immer billiger und billig sein und das Billigste vom Billigen sozusagen. Und da solltet ihr euch mal überlegen, wen ihr oder was ihr damit eigentlich fördert, wenn ihr immer billiger einkauft, als es eigentlich ja, kosten dürfte oder müsste. Ja, und teilweise habe ich so das Gefühl, dass ihr euch einfach nur mit dem Bashing gegen die Elektroautos ja damit hinter euren eigenen Fehlverhalten versteckt sozusagen. Ja, also was, wo ihr halt die Billigklamotten gekauft habt, wo Kinder dran gearbeitet haben. Ja, stellt euch vor, da wird halt durch Kinder wird Kobalt gefördert. Jetzt kauft ihr ein Billigkleidungsstück oder ein Billigteppich irgendwie aus Pakistan oder aus Indien. Und das wurde von Kindern produziert, die wiederum mit dem Kobalt die Sachen blau gefärbt haben. Und da muss man dann halt mal überlegen, habe ich da selbst nicht vielleicht was falsch gemacht? Also ich will mich jetzt da auch nicht ausschließen. Ich möchte nicht wissen, in welchen Produkten, die ich hier so in meinem Haushalt habe oder die ich in meinem Leben schon gekauft habe, nicht irgendwo Kinderarbeit in entferntem Sinne drin steckt oder halt auch Kobalt, was halt auch durch Kinderarbeit ja, mit gefördert wurde. Das können wir teilweise gar nicht überblicken, weil dieser Weltmarkt mittlerweile so überschüttet ist von irgendwelchen ja, Produkten, wo wir gar nicht mehr wissen, wo kommen die denn eigentlich her und was steckt da eigentlich alles im Ganzen drin. Ja, das ist halt so ein Punkt, das sollten sich vielleicht mal Leute beherzigen, die über etwas bashen. Guckt doch ganz einfach erstmal nach, wie verhaltet ihr euch, wo könnte das, über das ihr gerade herzieht, sogar bei euch mit drin stecken. Damit, ich sag mal so, alleine dass Elektroautos Kobalt benötigen, ist klar, aber dass das ganze Kobalt, was da rauskommt, daraus stammt, aus Kinderarbeit stammt, dem ist schon mal nicht so. Und da gehe ich jetzt einfach mal weiter, möchte ja gar nicht weiter drauf eingehen. Da müsst ihr euch jetzt selber mal einen Kopf drüber machen, ob ihr euch da richtig verhaltet, wenn ihr gegen irgendwas basht und eigentlich keine Ahnung davon habt, über was ihr da redet. Und vielleicht es auch gar nicht wissen könnt, weil ihr, wie gesagt, nicht wisst, wo kommt jetzt die blaue Farbe her, die hier beispielsweise in meinem Hemd ist. Also ich hoffe, dass ein deutsches Produkt ist, dass da kein Kobalt drin ist in dieser Farbe. Aber das weiß man ja nicht, weil heutzutage wird halt immer noch mit Kobalt gefärbt. Aber da komme ich jetzt halt gleich nochmal drauf, wo halt jetzt auch Kobalt zum Großteil noch aus oder von Menschenhand gefördert wurde, wo halt diese industrielle Förderung noch gar nicht da war. Da war sich mit Sicherheit der Anteil an Kinderarbeit auch noch sehr groß, aber zu dem Zeitpunkt sind Elektroautos noch mit Bleiakkus durch die Gegend gefahren und noch nicht mit Lithium-Ionen-Akkus, wo man halt das Kobalt braucht, um die Energie auch parat zu halten oder vielmehr zu, ja, festzuhalten, dass sie nicht verloren geht in der Speicherphase. Dafür braucht man eigentlich den Kobaltanteil im Akku, und ich habe hier halt mal so rausgesucht, wo denn überall Kobalt noch mit drin steckt, ja halt in Batterien halt zum Teil oder zu einem großen Teil, aber da sind wir wieder so wie beim Lithium auch. Wir haben halt den höchsten Anteil halt an Multimedia, also Handy, MP3-Player oder was man sonst noch hat, wo halt überall Lithium-Ionen-Akkus drin sind. Im Haushalt auch überall, wir haben Smartphone, wir haben Laptop, Tablets, MP3-Player, Akkurasierer, Akkuzahnbürsten oder auch Akkuhaarschneider, Akkutaschenlampen, überall da ist auch Kobalt drin. Und das solltet ihr euch mal auch mit nochmal in Erinnerung rufen.
ihr seid da nicht ganz unschuldig dran, wenn ihr jetzt auf den Pfad der Kinderarbeit rumprügelt oder aber auch auf Kobalt als solches, auf den Kobaltabbau. Da ist halt für mich auch die Frage, habt ihr denn damals überhaupt noch so einen Aufschrei gestartet, als denn halt die Kinder im Kongo für euch das Kobalt für den MP3-Player oder für euer neues Smartphone rausgeschürft haben? Da seid ihr ganz ruhig gewesen, weil das ist einfach nur Stand der Technik gewesen. Oder aber ihr hattet schlicht und ergreifend gar keine Ahnung davon, dass Kinderarbeit drin steckt. Und jetzt mit dem ganzen Internet wird natürlich immer mehr verbreitet an Wissen und teilweise auch an Unwissen und an Fehlinformationen. Und das ist schwierig, sich da natürlich schon mal das wirklich Wahre rauszusuchen. Aber wenn ihr halt unter einer Studie lest, dass diese beispielsweise von einem Großkonzern gesponsert wurde oder der Wissenschaftler, der dort arbeitet oder diese Studie ausgearbeitet hat, eigentlich für einen solchen Großkonzern arbeitet, der, ich sage jetzt beispielsweise nur mal für einen Ölkonzern arbeitet oder aber für irgendeinen Produzenten irgendeines Bauteils für die Automobilindustrie. Dieses Bauteil kommt aber nur in Verbrennermotoren vor, beispielsweise. Nur mal so als Beispiel, das soll jetzt nichts weiter sagen, außer halt, denkt mal drüber nach, wo denn überall diese Stoffe drin sind. Und dann überlegt man, wie wäre denn euer Aufschrei, wenn ihr wieder Nickel-Cadmium-Akkus drin haben würdet in euren Gerät? Und wie wäre es denn, wenn das wieder zurückkommen würde? Da würdet ihr wahrscheinlich auch einen riesen Aufschrei lostreten. Und wenn wir da gerade beim Aufschrei sind, Kinderarbeit und Textilien, habe ich ja schon erwähnt, das ist halt so eine ganz große Geschichte. Doch die Leute, die jetzt gegen Elektroautos bashen und immer sagen, ja, Verbrennerautos sind viel besser, damit kann ich ja 1000 Kilometer am Stück fahren und das Nachtanken geht ja innerhalb von 3-4 Minuten. Naja, habe ich jetzt auch schon so ein paar persönliche Unterhaltungen mal gehabt, wo man einstehen musste, ja, es kann auch länger dauern, je nachdem nämlich wie voll oder leer der Tank ist und dementsprechend dauert es. Wenn ich jetzt aber mal unterwegs bin, dann dauert es auch noch mal ein bisschen länger, aber darum geht es gar nicht. Wer von euch weiß denn beispielsweise, dass ihr mit dem Verbrennen eures Kraftstoffes auch Kobalt vernichtet? Und zwar in zweierlei Positionen. Zum einen wird für die Herstellung eures Kraftstoffes Kobalt in den Raffinerien verwendet. Und zum anderen findet ihr Kobalt auch in den Katalysatoren eurer Autos. Und wo man früher immer noch Geld für den Katalysator bekommen hat, wenn man den ausgetauscht hat, weil ja vermeintlich da die Rohstoffe drin waren, so ist es heute nicht mehr der Fall, weil man nämlich herausgefunden hat, dass da gar keine Rohstoffe mehr drin sind, die da so unter den Namen seltene Erden halt drin verarbeitet wurden. Und unter Hitze und mit den Abgasen kommt es dann halt zu einer chemischen Reaktion aufgrund dieser Rohstoffe, die da drin verarbeitet werden in dem Katalysator. Und die tragen sich aber ab. Und so schlau ist man heute schon. Man bekommt halt für den Katalysator heute eigentlich nur noch den Metallwert sozusagen bezahlt, wenn man das denn wieder zurückbringt. Aber das Schlimme ist halt dabei, bei der Herstellung von euren ach so dollen und umweltfreundlichen Kraftstoffen wird Kobalt verwendet. Mal ganz davon abgesehen, ihr verbrennt für immer und ewig halt Rohstoffe, die nicht wiederkommen. Also die endlos oder endlich sind vielmehr. Sie sind nicht endlos, sondern endlich. Und da regt sich von euch komischerweise keiner auf. Letzten Endes in euren Verbrennerautos oder mit dem Fahren auch eurer Verbrennerautos verbraucht ihr genauso Kobalt. Nur mit dem Unterschied, und das muss man jetzt ganz einfach mal so sehen, wenn ich einen Akku eines Elektroautos recycle, habe ich das Kobalt wieder. Das heißt, ich kann es da wieder rausziehen. Momentan kann man von dem kompletten Akku, von dem ganzen Akkukoffer, der da unten drunter ist, 98% recyceln. Also 2% sind Materialien, die man nicht recyceln kann. Und da reden wir denn aber auch von irgendwelchen Dichtmassen von Klebern und solchen Geschichten, die man da nicht wieder zu 100% rauskriegen kann. Da geht halt etwas verloren.
Und das ist aber im Gegensatz zu 100% oder zu den 98%, die man recyceln kann, wo man die Rohstoffe in einzelnen wieder rauskriegt, ist das geringer. Aber ihr fahrt halt, oder ich mache es ja auch, ich habe ja auch noch ein Verbrennerauto, diese Rohstoffe sind weg. Und auch das Kobalt, das geht halt dabei flöten, das ist halt weg und kann nicht wieder verwendet werden. Und da ist halt der Aufschrei von euch gerade nicht zu hören. Das wundert mich halt. Eigentlich müsste ein Riesenaufschrei kommen, genauso dass eigentlich für die Förderung von Erdöl, also der Rohstoff für euren Kraftstoff, den ihr verfahrt, dass da Kriege geführt werden, dass da Kinder, dass da Menschen umkommen, nicht nur Kinder, auch Erwachsene werden ermordet durch diese Kriege oder aber sie nehmen Schaden, weil halt die Pipelines, die da gebaut werden, schon Jahrzehnte alt sind, undicht sind und die Krebsraten in den Regionen extrem hoch ist. Da schreit von euch keiner rum, von wegen, wie schlimm das ist. Genauso wenig, wo bleibt denn euer Aufschrei wegen eures großen Durstes nach dem Kraftstoff, ja, wenn da die Umwelt zerstört wird? Alleine, wenn ich mal sehe, durch Öltanker wie 1989 die Exxon Valdez vor Alaska eine riesengroße Umweltkatastrophe verursacht hat, deren Folgen bis heute noch nicht geheilt sind. Also die Natur ist dort immer noch geschädigt. Und wo war euer Aufschrei und euer Bashing, als die Bohrinsel Deepwater Horizon im April 2010, das ist noch gar nicht mal so lange her, für die schwerste Umweltkatastrophe dieser Art sorgte, als 800 Millionen Liter Öl in den Golf von Mexiko fließen. Ja, habt ihr da einen Riesenaufschrei gefahren? Nein, habt ihr nicht. Ihr seid weiterhin mit euren Autos gefahren, habt weiterhin Benzin verbrannt, weil das Problem lag ja nicht an euch, sondern an dem Ölkonzern, der dort halt dieses Unglück verursacht hatte. Und da hetzt ihr natürlich nicht gegen diesen Ölkonzern oder vielmehr nicht gegen euch selbst, sondern eher gegen diesen Ölkonzern. Aber dieser Aufschrei ist eigentlich auch schon wieder zunichte, weil halt die Kinderarbeit und der Kobaltabbau, das ist ja heute gerade euer Aufhänger. Was ich wusstet ihr nicht, dass Kobalt noch woanders verbraucht wird? Beispielsweise auch, wenn ich nochmal aufs Verbrennerauto zurückkomme, da ist Kobalt in nicht gerade kleinen Mengen drin. Weil Kobalt ist ein Metall, ein hochfestes Metall, was sehr viel aushält. Also das wird halt im Automobilbau dafür verwendet, bei hochfest oder wo hochfeste Stahle verarbeitet werden müssen, die halt eine hohe Beanspruchung haben, beispielsweise Nockenwellen und Kurbelwellen im Motor. Es gibt aber auch einige Motoren, so Hochleistungsmotoren, gerade im Motorsport. Da sind dann beispielsweise auch noch die Ventile mit diesen, mit Kobalt gehärtet worden. Aber das wusstet ihr wahrscheinlich nicht, sonst würdet ihr nicht so gegen Kobaltabbau und Elektroautos bashen, weil, wie gesagt, das steckt halt auch bei euch mit drin. Und industriell wird Kobalt auch noch eingesetzt und das schon seit vielen Jahren oder Jahrhunderten eigentlich schon, nämlich auch als Färbemittel in der Glasverarbeitung beispielsweise. Ich will jetzt hier gegen niemanden wettern oder so. Das ist einfach so, man hat damit früher sehr viel gefärbt. Und wenn ihr euch so alte Kirchenfenster beispielsweise anguckt und ihr habt da eine blaue Farbe drin, das ist Kobalt, was man dafür verwendet hat, um dieses zu färben. Aber es gibt es auch im Haushalt, ob das jetzt irgendwelche kleinen Gläschen sind, wo man Teelichter reinstellen kann oder vielmehr, ja, die Teelichter, diese kleinen Gläschen halt, so ein blau gefärbtes, das war früher, war das immer Kobalt gewesen. Heute mag da schon eine andere Farbe mit drin sein. In der Glasverarbeitung. Künstler malen auch heute teilweise noch mit kobaltblau gefärbten Farben. Und in der Automobilindustrie gehe ich noch mal drauf ein. Da haben wir Katalysatoren, da ist Kobalt mit drin verarbeitet. Und auch als Adhäsionsmittel, ich hoffe, ich habe es gerade richtig, Adhäsionsmittel oder Adhäsionsmittel, wie man es richtig ausspricht, sorry. Das ist das Haftmittel, was aufgetragen wird, wenn ein Reifen auf der Felge montiert wird. Weil sich ja sonst, wenn ihr Gas geben würdet, würde sich zwar die Felge drehen, aber der Reifen würde stehen bleiben, weil es keine Haftung dazwischen gibt, weil die Felge hat ja eine
glatte Oberfläche und das Gummi vom Reifen würde da gar nicht den Druck aushalten, der durch das Drehen entsteht, und würde halt einfach stehen bleiben, der Reifen, aber die Felge würde sich drehen. Insofern braucht man da einen Haftvermittler und das sind halt diese Mittel und da ist Kobalt drin, Leute. Und eines kann ich euch schon mal sagen, ein Elektroauto hat beispielsweise keinen Katalysator, aber auch dieses Haftmittel an den Reifen, also zwischen Reifen und Felge. Das ist bei allen gleich. Also es gibt halt viele Punkte, so wie ich es ja auch schon eingangs gesagt habe, die Elektromobilität ist nicht der weisheitsletzte Schluss, es ist halt eine Möglichkeit. Und es hat auch keiner gesagt, dass die Elektroautos extrem sauber sind, dass sie extrem umweltfreundlich produziert werden. Nein, sie haben sogar einen höheren CO2-Rucksack, der sich dann allerdings im Verhältnis zum Verbrennerauto irgendwann abbaut. Je nachdem, wie viel Laufleistung ihr pro Jahr habt, kann das schon so zwischen 2 und 3 Jahre dauern. Bei Vertretern vielleicht schon nach einem Jahr. Und ab dem Zeitpunkt gewinnt das Elektroauto definitiv. Vor allen Dingen dann, wenn der Strom, den ihr da reinladet ins Elektroauto, beispielsweise durch eine PV-Anlage erzeugt wird oder durch ein Windkraftwerk, also durch erneuerbare Energie, weil da habt ihr dann keine CO2-Emissionen. Ja, und jetzt kommt noch ein anderes Beispiel, um nochmal auf dieses Kobalt-Thema zurückzukommen. Was ich allerdings bis vor kurzem auch noch nicht wusste. Es wird immer so ganz besonders über Tesla hergezogen, weil da ist ja ganz besonders viel Kobalt drin. Die haben ja riesengroße Akkus drin mit bis zu 100 Kilowattstunden Akkukapazität. Ja, richtig, die haben riesengroße Akkus, aber Tesla forscht seit Jahren schon an neuen Akkus und verbraucht immer weniger an Kobalt. Und das Tolle ist halt, dass es halt immer weniger wird und dass das Kobalt bei Tesla definitiv nicht aus dem Kongo kommt, weil da gibt es nämlich in den USA Gesetze, die es verbieten, Handel mit unsicheren Ländern zu führen. Und der Kongo als, wie nennt sich das nochmal, Demokratische Republik nennt sich das, glaube ich, komplett ausgesprochen, Demokratische Republik Kongo, die gilt als unsicheres Land und insofern ist es US-Unternehmen untersagt, mit diesen Ländern Handel zu betreiben. Also kann aus dem Kongo schon mal kein Kobalt eingeführt werden und bei Tesla verarbeitet werden. Und ja, ich habe auch noch mal eine Zahl, 2,8% sollen es beim Tesla Model 3 sein, die der Anteil von Kobalt entspricht, also vom Akku her, vom Gesamtakku. Und bei VW soll es momentan rund das Vierfache, also rund 12% sein. Also ich glaube, VW muss da noch ein wenig nachforschen und noch so ein bisschen den Anschluss erreichen. Tesla ist momentan da halt immer noch das Nonplusultra, was halt ja die ganze Elektromobilität anbelangt. Und dafür, dass so viel über sie gebasht wurde, dass Tesla ja keine Autos bauen könne und was man da noch vor Jahren alles über Tesla drüber hergezogen ist. Mittlerweile ziehen die großen Manager der großen Automobilkonzerne den Hut vor Tesla und den Leistungen, die sie erbracht haben. Und das muss ich auch wirklich sagen, das muss man auch mal machen. Das muss man neidlos anerkennen, dass da jemand als Newcomer auf den Automobilmarkt gekommen ist und ja eigentlich Marktführer ist, was die Elektromobilität anbelangt, von Reichweite und Kapazität und das, was sie an Know-how aufgebaut haben. Und da rede ich jetzt nicht von der Stückzahl der gebauten Autos. Da mag es vielleicht noch andere Hersteller sein, die mehr bauen. Aber zumindest ist Deutschland da leider nicht drunter. Ja, gehen wir weiter, um nochmal aufs Kobalt, auf den Kobaltanteil zu kommen, habe ich hier noch ein paar Zahlen. Die Gesamtproduktion von den Akkus, wo halt ja logischerweise Kobalt mit drin ist,
Da haben wir halt 33% für die Smartphones, 16% für die batterieelektrischen Fahrzeuge, 13% für Notebooks, 8% für Elektrowerkzeuge, also Stichsäge, Akkubohrer und sowas, alles, was halt akkubetrieben ist, 7% für Tablets und 23% für übrige Anwendungen. Da sind wir denn beim Rasierapparat oder Elektrozahnbürste, sowas in dieser Richtung. Also nur rund ein Sechstel der Akkuproduktion findet überhaupt Einzug in der Elektromobilität nach heutigem Stand. Das mag sich in den nächsten Jahren ändern, wobei, ich habe es ja gerade erzählt, es wird immer mehr daran geforscht, halt auf Kobalt zu verzichten in der Akkuproduktion. Insofern wird sich das auch noch mal ein wenig ändern und 84% vielmehr der gesamten Akkuproduktion findet halt Anwendung in Smartphones, Tablets etc. Die Gesamtzahlen jetzt noch mal vom Kobalt. Generell habe ich hier noch mal 42% halt für Batterien und Akkus, also wo ich halt noch mal aufgelistet habe, was es gerade halt so für Aufteilung gab. Dann haben wir 16% für Superlegierungen, 7% Hartmetalle, 10% Hochleistungsschnittstahl und andere Legierungen, 5% Färbemittel, wo wir wieder bei Glas, Keramik, Plastik beispielsweise, also Kunststoffe sind, und Emaille. Dann Künstlerfarben und Textilien, also Textilien wohlgemerkt, gerade wenn sie billig sind und blau sind. Das beides stinkt förmlich danach, dass da nicht nur Kinderarbeit, sondern auch noch Kobalt drin ist. Ja, 5% Magnete, 7% Katalysatoren, 4% Futtermittel. Ja, Futtermittel, Kobalt ist halt auch ein Spurenelement und findet da auch Einzug mit in der Tierernährung. Und ja, dann gibt es halt noch so Aufnahmemedien, das sind halt so Tonbänder und sowas. Und ich weiß nicht, ob das bei CD-Rolling auch mit drauf ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Oder USB, ich weiß nur, dass es halt in Tonbändern war es noch mit drin. Hat man nur wenig, oder Videokassetten, sowas in diesem Bereich. So, dann haben wir halt dieses 4% Adhäsionsmittel, also was ich halt mit den Reifen meinte, Trocknungsmittel für Farben und dann noch in Seifen. Und ja, dass Kobalt halt nur für Elektroautos benötigt wird, ist somit schon mal hinfällig. Das haben wir damit jetzt schon mal widerlegt. Da könnt ihr auch gerne noch mal nachlesen. Da gibt es halt viele einfache Seiten, die man im Internet finden kann, wenn man einfach mal eingibt, wofür wird Kobalt benötigt, oder weiß ich, Tante Google einfach mal fragt. Ja, und dass die Kobaltförderung nur Kinderarbeit ist damit auch schon mal widerlegt. Das haben wir auch schon mal klargestellt. Das ist nur ein Bruchteil, auch wenn dieser Bruchteil schlimm genug ist, dass Kinderarbeit überhaupt entsteht. Man sollte vielleicht mal hingehen und gucken, wie kann man was gegen die Armut tun. Nur da haben wir halt in einigen Ländern halt ja die politische Lage, die dagegen ja, da ein wenig im Wege ist, nennen wir es mal so rum, dass man da was dran ändern könnte, weil da gibt es halt ein paar Leute, die da sich eine goldene Nase verdienen, und an die Mehrheit ist dann halt von Armut betroffen. Und das ist leider in diesen Ländern so, und ich glaube auch nicht, dass wir von hier aus so schnell etwas dagegen tun können, außerhalb ja, zu gucken, dass wir die Rohstoffe, die wir beziehen wollen, vielleicht nicht aus diesen Ländern beziehen. Wobei dann wieder die Frage ist, tun wir diesen Ländern, diesen armen Leuten, die eh schon arm dran sind, damit noch einen Gefallen, wenn wir jetzt den ganzen Ländern sozusagen, oder dem ganzen Land ja sozusagen ja die Wirtschaft nehmen, also das Geld nehmen, was von außen reinkommt, den sie durch den Außenhandel bestreiten. Ich glaube, damit würden wir ihnen auch keinen Gefallen tun. Also das ist immer so eine schwierige Geschichte, da ist den richtigen Weg zu finden, raus aus Armut und irgendwo anders hinzukommen, nämlich zu einem, ja, Land ohne Kinderarbeit und ja, zu einem vernünftigen Wirtschaftssystem. Und das ist halt dann immer nicht so einfach. Ja, um übrigens nochmal auf die Geschichte mit den Akkus zurückzukommen. Ich habe mir hier gerade mal was zurechtgelegt. Es wird ja dann auch immer gesagt, von wegen, man kann Elektroakkus nicht recyceln, also die Stoffe gehen verloren und man hätte da nichts von.
Ganz im Gegenteil. Ich meine, ihr kennt ja die Dinger hier. Das ist eine kleine Doppel-A-Batterie, so wie ihr sie überall kaufen könnt. Das ist jetzt mal hier keine Schleichwerbung. Ich habe ganz einfach nur die hier. Und diese Batterie, die braucht man ja im Endeffekt für alles hier im Haushalt. Ob das mal irgendein Thermometer ist oder, ja, was haben wir hier noch? Raumluftfeuchtmesser, Luftfeuchtigkeitsmesser, so rum. Da stecken auch so eine Batterien hier drin. Oder aber auch, wenn wir jetzt mal, gerade ist wieder Weihnachten, es gibt ja so diese Leuchteketten, diese LED-Lichterketten, wo denn so ein Batteriepack da dran ist, wo man zwei Batterien reintut. Müsst ihr auch mal drüber überlegen, euch mal überlegen, ob das denn sinnvoll ist, weil hier steckt ja auch Lithium drin. Und wenn ihr so gegen Lithium basht, ja, also das ist so ein Punkt, da kann man halt auch nochmal überlegen, muss ich das haben oder geht das nicht vielleicht auch anders? Aber ich will noch auf was ganz anderes drauf hinaus, von wegen, man kann ja Elektroauto-Akkus nicht recyceln. Das ist ja eine riesen Umweltbelastung, wenn die denn mal kaputt gehen. Und sie gehen ja schnell kaputt, sie halten ja nicht lange. Und da ist denn so ein Punkt, also ich habe schon aus den Niederlanden, da fahren sehr viele Tesla Model S als Taxi rum. Da habe ich schon gehört, dass die locker mit dem ersten Akku zwischen 500.000 und 1 Million Kilometer gefahren haben. Und jetzt ist aber der Unterschied, ich habe hier mal einen Akku aus einem Smartphone, aus einem älteren Modell von mir, das habe ich immer noch aufgehoben als Reservehandy, deswegen habe ich den Akku rausgenommen, damit er nicht tiefenentladen wird, weil dann ist er nämlich kaputt. Das hier ist jetzt eine Folie drüber, also nicht wundern, dass es gerade glänzt. Das hier ist ein Akku für ein Handy, ein Lithium-Ionen-Akku. Das ist nicht nur ein Akku, sondern es ist auch eine Zelle. Also sprich eine Batteriezelle. Also das hier ist auch eine Zelle. Das heißt, wenn ich jetzt ein Autoakku habe, dann ist das ein Akkupaket. Das heißt, da sind mehrere tausend Akkus drin. Also in der Regel sind es mehrere von denen hier. Bei Tesla, die sind dann größer, sind länger, sind ein bisschen dicker. Das ist jetzt halt nur mal so ein Beispiel dafür. Ihr habt die aber bestimmt schon mal gesehen, die sind halt größer und so ähnlich sehen die halt aus. Das kann man sich halt mal vorstellen. Davon sind mehrere tausend und es sind immer mehrere, 100 Stück sind immer in einem Paket drin. Und aus diesen Paketen wird dann halt der komplette Akku, dieses ganze komplette Akkupaket, was man denn unter das Auto schraubt, wird daraus halt hergestellt. Wenn jetzt mit diesem Akku irgendwas nicht stimmen sollte und man misst halt diesen Akku über den UBD-Dongle aus, dann kann man halt sagen, von wegen, er hat nicht mehr eine Kapazität von, ideal wäre natürlich 100%, das wissen wir aber alle, dass diese Akku, selbst wenn wir sie neu kaufen, nie 100% haben. Die haben irgendwie was 98, 99%, mehr Leistung haben die nicht. Hier steht beispielsweise drauf, dass er 1000 Milliampere haben soll. Na, wird nicht ganz hinkommen, er wird ein bisschen weniger haben, der ist aber trotzdem neu. Und diese Toleranzen schreiben sich ja die Hersteller auch mit rein und sagen halt, es kann nie die volle Leistung gebracht werden, die da drauf steht. Es geht immer ein wenig dran verloren, schon alleine nur bei der Herstellung. Und da ist halt der Punkt, dass man dann halt sagt, jetzt ist halt so ein Akku dementsprechend schon ein wenig runtergefahren, hat nicht mehr 100%, sondern irgendwie 75% beispielsweise. Jetzt würde man als Automobilhersteller hergehen und sagen, wir tauschen diesen Akku aus, weil wir haben eine Garantie und unter 75% tauschen wir euch den Akku aus. Der andere macht es vielleicht schon bei 80% oder 85%, je nach Hersteller. Und was macht man jetzt damit? Und da wird halt hergegangen, es wird dieses Akkupaket ausgelesen und man kann jede einzelne Zelle, also jedes einzelne von diesen Teilen hier, kann man einzeln abrufen und fragen, wie sieht es aus? Und da geht man erstmal hin und ruft diesen einzelnen Block aus. Ist jeder Block gleich stark oder gibt es in den Blöcken schon Unterschiede? Und dann kann man halt diese einzelne Zelle aufrufen und dann ist vielleicht eine oder lasst es ein paar Zellen sein, ein Dutzend, vielleicht auch 100 Zellen sind davon vielleicht kaputt über dieses ganze Akkupaket, wo mehrere tausend drin sind. Und dann geht man einfach her und tauscht diese aus. Da kommen neue Zellen rein. Die werden dann auch wieder in dieses komplette Paket eingearbeitet, sozusagen, indem dieser Akku wieder neu auftrainiert wird, wieder neu aufgeladen wird, wieder trainiert wird, dass halt wieder alle Zellen beisammen sind und alle Zellen auch wieder die gleiche Leistung haben. Dafür gibt es halt dieses sogenannte Batteriemanagementsystem. Diese Zellen, die nicht mehr funktionieren, die werden recycelt. Also beispielsweise eine solche Zelle hier, die wird recycelt, wird im Kompletten wieder auseinandergenommen
Und man kann, wie gesagt, 98% der Inhaltsstoffe, die hier drin sind, kann man wieder herausziehen. Und wie ich schon sagte, die 2%, die jetzt da momentan noch nicht rausgezogen werden können, da sind unter anderem halt auch Klebstoffe drin, die gehen halt irgendwie verloren. Das ist aber ganz normal. Und der Rest von diesem Akku, was man wieder neu zusammengebaut hat, da gibt es Firmen, die beispielsweise diese Akkus bei der Umrüstung von Verbrennerautos zu Elektroautos verwenden, weil es halt eine günstigere Alternative ist. Oder sie werden auch zu Hause für Leute, die sich eine PV-Anlage aufs Dach bauen lassen, werden diese halt als Hausspeicher verwendet. Dann habt ihr halt unten im Keller irgendwo oder in der Garage halt einen Koffer an der Wand zu hängen oder auf dem Boden zu stehen, wo halt Lithium-Ionen-Pakete drin sind. Und das sind dann halt gebrauchte Elektroauto-Akkus. Aber momentan ist es ja so, es gibt noch gar nicht so viele Akkus, die auf den Markt kommen, dass man sie recyceln kann. Die meisten Akkus, die zurückkommen, sind solche Dinger hier und die muss man wirklich recyceln. Die kann man nur noch auseinandernehmen, die kann man nicht mehr wieder auftrainieren oder wie auch immer. Das funktioniert bei den Dingern nicht mehr. Wenn die platt sind, sind sie platt. Da kann man wirklich nur noch die Rohstoffe rausholen und aus diesen ganzen Rohstoffen wieder irgendwas Neues bauen. Ob das ein neuer Akku wird oder irgendwas anderes, je nachdem, was dieser Wirtschaftskreislauf halt hergibt. Kommen wir jetzt aber mal zum nächsten Thema. Das war nur noch mal zwischendrin gesagt, was mir gerade noch so eingefallen ist. Das nächste Thema geht mir auch schon seit Jahren gegen den Strich, weil es absolut unlogisch ist. Das widerspricht schon dem normalen Menschenverstand, überhaupt so zu denken und diesen Spruch überhaupt loszutreten. Alle E-Autos laden zur selben Zeit zu Hause an 100 kW-Ladesäulen und das Stromnetz bricht zusammen. Also zum einen die Überlegung, eine 100 kW-Lademöglichkeit zu Hause zu haben. Da stelle ich jetzt ganz einfach mal die Frage an denjenigen, der dieses behauptet, wie bitteschön sollen die 100 kW in euer Auto kommen? Da gibt es nämlich schon mal den ersten Knackspunkt, da habt ihr nämlich schon mal nicht logisch drüber nachgedacht. Wir haben AC und DC-Lademöglichkeiten. AC ist sozusagen das langsame Laden und DC wäre das schnelle Laden. Wenn ich jetzt das langsame Laden nehme, dann haben wir entweder einen Typ 1 Anschluss oder aber einen Typ 2 Anschluss. Das ist halt, Typ 2 ist von Mennekes der Stecker. Den habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Hat so leicht halbkreisförmiges Aussehen mit seinen, ich glaube, fünf Stecker oder fünf Polen, die da drin sind. Und er kann halt bis zu dreiphasig darüber laden. Eine Phase hat 7,3, 7,4 kW Leistung. Das heißt, ihr kommt maximal auf 22 kW Ladeleistung. Mehr können diese Autos darüber in der Regel auch gar nicht laden. Und die wenigsten, jetzt kommt es noch, können überhaupt 22 kW über AC laden. Die meisten schaffen nur 7,4. Einige sind sogar noch darunter. Also ganz ältere Modelle, die schaffen darüber gerade mal irgendwie 3,4 oder 6,6 kW zu laden. Für die 100 kW Ladeleistung braucht ihr schon mal einen DC-Lader. Und wenn ich schon sage, ein DC-Lader, dann heißt es, ihr könnt schon mal nicht aus eurer roten Steckdose, die da aus der Wand kommt, 100 kW rausziehen und die ins Auto reinladen, weil das funktioniert nicht. Dafür müsst ihr ein Ladegerät haben, beziehungsweise eine Ladesäule, die halt dann auch den dementsprechenden CCS- oder CHAdeMO-Stecker dran hat. Und eine solche Ladesäule möchte ich sehen, dass ihr euch die kauft, weil die liegt preislich so zwischen 30.000 und 50.000 €. Und diese Ladesäule braucht ihr aber, weil die den Strom so zur Verfügung stellt, auch mit den Informationen an das Auto, weil die kommunizieren dann nämlich miteinander, die Ladesäule und das Auto, weil die Ladesäule weiß nicht, was da dran hängt und das Auto will ja natürlich auch wissen, was kommt da jetzt. Und dementsprechend wird dann halt zwischen beiden kommuniziert, unter anderem dann halt auch ein Akku ist halt oder ein Akku im Elektroauto, genauso wie auch hier Smartphone oder Tablet, wie auch immer, hat die beste ja, den besten Anwendungsbereich in einem Ladezustand zwischen 20 und 80%. Da, wenn ihr den Akku in diesem Bereich haltet,
dann ist er wirklich ja, langlebiger, als wenn ihr ihn immer komplett leer fahrt oder unter 20% und dann wieder auf 100% voll ladet. Zum einen brauchen die ersten 20 und die letzten 20% unwahrscheinlich viel Zeit, um voll zu laden oder überhaupt geladen zu werden. Das ist nochmal so viel Zeit, wie ihr alleine nur für die dazwischenliegenden 60% benötigt habt. Nehmen wir mal an, ihr habt halt einen Akku und wollt ihn halt auf diesen 60% Bereich aufladen. Dann habt ihr das innerhalb einer halben Stunde oder nicht mal einer halben Stunde geschafft und ihr braucht dafür keine 100 kW. Was wollt ihr jetzt aber mit dem Auto machen, wenn der Akku vollgeballert ist oder wenn ihr dann eure 80% Ladeleistung drauf habt, die ihr vielleicht über den Tag gar nicht verfahrt? Und sicher, wenn ihr jetzt alle Elektroautos mit 100 kW oder wie es auch ein gewisser Professor hier im Internet so schön verbreitet hat, 1 Million Elektroautos laden zum selben Zeitpunkt an einer 350 kW-Ladesäule, dann würde das Stromnetz zusammenbrechen. Ja, lieber Herr Professor, jetzt wollen wir doch mal sehen. Alle 1 Million Ladesäulen bräuchten wir dann. Also vergleichen wir das mal mit, nehmen wir einfach mal Berlin an. Berlin hat hier gerade aktuell rund 2 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen, also 2 Millionen Verbrennerfahrzeuge. Und jetzt bräuchten wir also, um mal ein Gegenbeispiel zu sagen, 2 Millionen Zapfsäulen zu denen oder also an denen zur selben Zeit, also jetzt, halt diese 2 Millionen Autos tanken. Ich garantiere euch, da bricht mehr wie nur das deutsche Stromnetz zusammen. Da kackt hier die halbe Welt ab, wenn das passiert. So viel Strom ziehen nämlich auch die Pumpen an den Tankstellen. Und da denkt immer keiner dran. Und das ist absoluter Blödsinn, dieses Rechenbeispiel überhaupt aufzustellen. Zum einen haben wir keine Millionen Elektroautos und schon gar keine mit 350 kW Ladeleistung. Da haben wir momentan gar kein Auto. Das Auto, was momentan am besten lädt, ist, wenn ich mich nicht ganz irre, der Audi e-tron. Der hat eine Ladeleistung von 175 kW, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das ist noch weit weg von 350 kW. Die sind irgendwo mal angepeilt für Hochleistungssportwagen à la Porsche oder sowas. Da gibt es dann auch schon 400 kW Ladesäulen, diese HPC-Lader, also die High Power Charger. Doch das sind halt Ladepunkte, die stehen an Autobahnen oder in der Nähe von Autobahnen halt für Leute, die weite Strecken fahren. Die fahren dann daran und laden schnell. Aber es gibt kaum Autos, die diese Ladeleistung überhaupt schon aufnehmen können. Die meisten Autos laden halt momentan bis zu 75 kW oder vielleicht auch mal 100 kW. Aber auf 175 oder 350, 400 kW, da kommen wir noch gar nicht hin. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Und da jetzt halt zu sagen, von wegen, ja, wenn alle Autos zur selben Zeit laden, es tanken auch nicht alle Autos zur selben Zeit. Also, wie gesagt, zeigt mir hier mal 2 Millionen Zapfsäulen, die wir hier in Berlin haben. Genauso wenig haben wir für die Elektroautos zusammen für jedes Elektroauto eine Ladesäule mit 350 Kilowatt Leistung, beziehungsweise denn selbst wenn es 50 Kilowatt Leistung sein sollten, so viele Ladesäulen haben wir davon gar nicht. Insofern kann es gar nicht funktionieren. Der andere Umkehrschluss ist schon, dass wenn wir nicht andauernd mit Kohle heizen oder mit Kohle Strom erzeugen würden, so rum gesagt, sondern mal mehr erneuerbare Energie nehmen würden und die nicht immer abschalten würden, dann hätten wir auch kein Problem mit dem Stromnetz, weil es wurde neulich mal ausgerechnet von einem Energiekonzern übrigens, dass wenn wir 1 Million Elektroautos hätten in Deutschland, dann würde das eine momentan, also von der momentanen Strommenge, 4% der Strommenge ausmachen, die wir bräuchten, um diese Fahrzeuge zu laden. Mehr ist das gar nicht, in Anführungsstrichelchen. Und
Der andere Punkt, wo ihr euch vielleicht mal überlegen solltet, wir haben hier momentan in Deutschland einen Stromüberhang. Das heißt, wir produzieren mehr Strom. Deswegen wird ja auch die erneuerbare Energie zwischendurch immer wieder abgeschaltet. Also gerade die Windkraftenergie wird ja, man sieht ja an den Autobahnen, wenn man da lang fährt, stehen die Windräder immer still. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass die Dinger kaputt sind, sondern nein, sie werden angehalten, sie werden stillgelegt oder gestoppt halt, weil zu viel Strom da ist und man nicht weiß, wohin man mit den Strom soll. Und das Problem ist halt, dass wir momentan nicht nur Strom verschenken, sondern dafür noch Geld zahlen, dass uns andere Länder wie Frankreich beispielsweise den Strom abnehmen. Nicht etwa abkaufen, sondern wir zahlen noch dafür, dass sie uns den Strom abnehmen. Und das solltet ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen und nicht einfach nur irgendein blödes Geschwätz hinterher plappern, was euch da vorgetragen wird. Die Logik lässt es schon mal verbieten. 1 Million Elektroautos, ja, Klaufrau Merkel wollte gerne 2 Millionen Elektroautos haben. Da ist sie kläglich dran gescheitert, weil sie halt die oder die Automobilindustrie nicht überreden konnte, wirklich mal Elektroautos zu produzieren. Ich habe schon eingangs gesagt, es ist ja auch noch nicht klar, ist das jetzt die Fortbewegungsmethode schlechthin mit Elektromotoren, mit Elektroautos? Ist das nur ein Weg? Wird es das vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr geben? Das wissen wir gar nicht. Wir hatten ja schon mal die Elektromobilität gehabt. Das ist jetzt schon über 100 Jahre her. Da gab es Elektroautos. Irgendwann hat man dann den Verbrennermotor erfunden und hat dann, weil es halt schneller zu laden geht. Klar, früher hat man auch schwere Bleiakkus gehabt. Da ist man auch nur ein paar Kilometer weit mitgekommen und das Aufladen hat ewig gedauert. Da war halt der Verbrennermotor, war natürlich schneller wieder aufgetankt und man konnte damit schneller weiterfahren, auch wenn man früher noch in die Apotheke gehen musste, um Benzin zu kaufen. Das alles haben wir aber heute nicht mehr und wir wissen ja auch gar nicht, ist das die Zukunft, ist das ein Teil der Zukunft, kommt vielleicht etwas ganz anderes noch auf uns zu, wo wir halt dementsprechend uns mit fortbewegen. Vielleicht finden wir auch immer wieder mehr Oberleitungsfahrzeuge hier in den Städten wieder. Also in Osteuropa sind sie ja noch gang und gäbe, in einigen Städten hier in Deutschland auch noch die Oberleitungsbusse. Die fahren da immer noch rum. Ich finde es gar nicht mal so verkehrt. Okay, es verschandelt so ein bisschen den Blick, aber das hatten die Leute früher auch gehabt. Und da, wo heute Straßenbahnen langfahren, da hat man das Bild heute immer noch. Also ja, wie gesagt, also ich halte das Ganze für eine Möglichkeit der Fortbewegung. Kommen wir jetzt aber wieder zu der Ladeproblematik zurück oder zumindest zu diesen Ladewahn, die ihr euch ja da immer so vorplappern lasst. Das Ladeverhalten, also mir wurde neulich mal zugetragen, da hätte sich jemand ein Elektroauto gekauft und der musste sein Fahrverhalten umstellen. Jetzt ist die Frage, was hat er denn dabei umstellen müssen und wie und warum hat er es umgestellt? Und da ist ganz einfach mal zu sagen, mit einem Elektroauto, das lädt man da, wo man gerade ist. Oder ist vielmehr. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise einkaufen fahre, ob das IKEA, Kaufland, Lidl, sonst irgendwas ist, wo Aldi beispielsweise, ich will nur mal pro forma ein paar nennen, da gibt es eine Ladesäule auf dem Parkplatz. Ich fahre dahin, klemme das Auto an, lade es auf, währenddessen ich einkaufen gehe. Jetzt gibt es halt bei einigen Anbietern eine Leistungsbegrenzung. Da gibt es dann halt auch nur 22 kW. Da gibt es dann vielleicht auch nur einen AC-Lader. Mit diesem AC-Lader, habe ich ja vorhin schon erzählt, können viele Autos keine 22 oder die meisten Autos keine 22 kW laden, sondern nur 7,4 kW beispielsweise oder 11 kW. Das heißt, pro Stunde gerechnet kriegen sie halt nur diese Ladeleistung rein. Und wenn ich jetzt eine halbe Stunde einkaufen gehe, habe ich dann halt 3,5 kW geladen. Das ist ungefähr der Energieaufwand, den ich gebraucht habe, um von zu Hause zum Geschäft zu fahren und wieder zurückzufahren. Mehr ist das nicht. Und das ist halt so dieses Ladeverhalten. Andersrum komme ich nach Hause und da brauche ich noch nicht mal ein Ladegerät. Ich habe, wenn ich das Auto kaufe, im Idealfall, bei Renault ist es mittlerweile nicht mehr so, bei anderen Automobilherstellern ist es so, da hat man halt immer noch den sogenannten Ladeziegel, also ein Ladegerät, wie es auch beispielsweise von euren Laptop her kennt, nur halt mit anderen Dimensionen und anderen Steckern dran.
Da habt ihr auf der einen Seite halt einen Schuko-Stecker dran, dann kommt dieses Ladegerät dazwischen, was dann halt diesen ganzen Strom umwandelt, dass ihr den dann halt ins Auto reinladen könnt über den AC-Stecker und damit dann halt 3,7 kW beispielsweise laden könnt. Und wenn man sich mal überlegt, man hört dann öfter mal so Kommentare von wegen, ja, ich fahre aber 1000 Kilometer am Stück mit meinem Auto. Das möchte ich gerne sehen. Also um hier in Deutschland 1000 Kilometer am Stück zu fahren, bin ich ungefähr 12 Stunden unterwegs. Wenn es ganz schlecht läuft, viele Baustellen oder vielleicht noch ein Unfall dazwischen, sind, bin ich auch 13 Stunden unterwegs. Und das möchte ich sehen, dass ihr das an einem Stück durchfahrt, ohne mal aufs Klo zu gehen. Vielleicht habt ihr dennoch irgendwie eine Pinkelflasche dabei oder ja, irgendwas anderes. Kann natürlich sein, manch einer macht sowas ja. Oder kommt vielleicht von der Luftwaffe und hat da als Kampfflieger halt da irgendwie seine Pinkeleinrichtung da noch mit in der Hose. Da macht das vielleicht gehen. Ich für meinen Teil fahre keine 10 Stunden an einem Stück mit dem Auto. Das hält mein Hintern schon nicht aus, das lange Sitzen. Und das ist halt auch so der Unterschied, wenn ich jetzt beispielsweise nur mal aufs Klo gehen müsste. Ich könnte halt an der Raststätte ranfahren, würde das Auto an die Ladesäule hängen, würde währenddessen aufs Klo gehen und komme wieder zurück. Das dauert auch 10 Minuten, kann man locker rechnen, bis man da wieder vom Klo kommt, wenn man da richtig auf einer Raststätte ist, um da erstmal hinzukommen. Und ja, da gibt es dann auch Kommentare, ich brauche keine 5 Minuten, um aufs Klo zu gehen. Die Strecke muss man erstmal hinlaufen, Auto abschließen, hinlaufen, wieder zurücklaufen. Andersrum beim Tanken, wenn ich jetzt mit dem Verbrenner fahre und ich fahre an die Tankstelle ran, will vielleicht sogar noch eine kleine Pause machen. Die Pause fängt für mich erst an, nachdem ich getankt bezahlt habe. Das dauert auch locker 10 Minuten, weil Autobahnraststätte und ich muss da tanken, da mich erstmal... Ich will gar nicht von der Wartezeit davor reden, ob ich da jetzt an die Zapfsäule, an die Ladesäule gleich rankomme oder nicht. Das will ich gar nicht damit reinrechnen. Ich stehe jetzt aber an der Zapfsäule und tanke das, den Tank wieder voll. Da muss ich daneben stehen. Ich kann nichts anderes machen, außer daneben stehen und aufpassen, dass die Pistole nicht rausrutscht und muss dann halt in Reichweite sein. Dann hänge ich das Ding wieder rein, schließe das Auto in den Tankdeckel und gehe rein zum Bezahlen, stehe dann nochmal an, weil da stehen locker Leute vor mir, warte da vielleicht auch nochmal 5 oder 10 Minuten, bis ich bezahlt habe, komme dann wieder raus, fahre weiter. Derjenige, der hinter mir steht, muss aber so lange warten, weil er kann ja denn nicht tanken, weil die Zapfsäule ist ja noch blockiert. Und beim Elektroauto ist es halt, ich fahre da ran, also wie gesagt, Wartezeit will ich da jetzt gar nicht berechnen und die haben wir bei beiden und ich fahre jetzt halt an die Ladesäule ran, klemme mein Auto ran, halte da meine RFID-Karte ran und schalte halt das Ding frei und lade auf und kann währenddessen essen gehen, ich kann aufs Klo gehen, ich muss nicht daneben stehen, das Auto lädt von alleine auf. Das ist halt so der kleine Vorteil, den ich sehe, wo halt andere Leute wieder sehen, dass das Hirnspinsterei ist und man steht ja stundenlang da, um zu laden. Wenn ich keinen Schnelllader frei habe oder der gerade defekt ist, dann tatsächlich kann das Laden etwas länger dauern. Nur wir sind halt jetzt immer noch in den Kinderschuhen der Elektromobilität und wir sind hier in Deutschland sowieso Entwicklungsland, weil ja die Industrie kein Interesse daran hatte, Elektroautomobilität in Deutschland aufkommen zu lassen. Und da gibt es andere Länder und da brauchen wir nur nach Frankreich, Holland oder Norwegen zu gucken beispielsweise. Das sind so die Top-Länder, auch Großbritannien, wo man wirklich mit der Elektromobilität viel weiter ist, wo es auch viel mehr Ladeinfrastruktur gibt als hier. Ja, wo ich noch drauf hinaus wollte, was jetzt auch nochmal den Strombedarf anbelangt, wo die Verbrennerfahrer immer nicht dran denken, ist der Punkt, dass in dem Moment, wo ich den Sprit ins Auto tanke, bis dahin habe ich auch schon Energie verbraucht. Und das sind bei einem Liter Diesel sind das 7 Kilowattstunden Strom, die ihr schon verbraucht habt. Klar, wenn ich jetzt Strom produziere und will damit ein Elektroauto laden, habe ich auch Ladeverluste. Wir haben auch Verluste, wenn wir jetzt das ganze Stromnetz sehen, vom Kraftwerk bis zur Steckdose hin, sage ich mal, haben wir auch Stromverluste. Die habe ich aber auch, wenn ich jetzt an der Zapfsäule bin und halt den Strom
brauche, um die Pumpe zu betreiben, damit der Sprit in meinen Tank reinkommt. Diese Verluste will ich jetzt gar nicht mal reinrechnen. Es geht wirklich nur um die reine Produktion, also die Förderung des Erdöls, den Transport des Rohöls, also des Erdöls, was ich da gefördert habe. Dafür braucht man Pumpen, dafür braucht man Schiffe, dafür braucht man Züge, Busse wollte ich beinahe sagen, LKWs, wie auch immer. Dann haben wir die Raffinerie, wo halt Strom benötigt wird, um halt daraus aus dem Erdöl halt Benzin oder Diesel, wie auch immer, zu machen. Und wie gesagt, da geht halt auch schon mal Strom drauf. Und das sind, bis der Strom bei euch im Tank angekommen ist und ihr noch keinen einzigen Kilometer gefahren seid, sind das sage und schreibe 7 Kilowattstunden pro Liter Diesel. Und das finde ich schon mal eine ganze Menge. Und das ist halt auch so ein Punkt, da solltet ihr euch mal überlegen, was ist nun wirklich umweltfreundlicher oder was ist effizienter? Ein Dieselmotor, der nicht nur Rohstoffe verbrennt, sondern auch noch Energie verballert, die eigentlich da gar nichts mit zu tun hat. Oder ob ich ein Elektroauto idealerweise über PV-Anlage irgendwo laden kann und damit der Umwelt keinen Schaden zufüge. Der nächste Punkt, der mich auch tierisch aufregt, ist, Leute greifen Umweltaktivisten an. Ja, es gibt halt Leute, die leugnen immer noch vehement den menschengemachten Klimawandel, trotzdem er von vielen Wissenschaftlern weltweit, die auch unabhängig sind, die nicht von irgendwelchen Konzernen bezahlt wurden, um da irgendwelche Studien zu machen, die also wirklich unabhängig recherchiert haben und das nachgerechnet haben, ist es nachgewiesen, dass dieser Klimawandel tatsächlich da ist und dass er auch menschengemacht ist. Und es gibt immer noch Leute, die das leugnen und die das bestreiten und es wäre alles von Natur so und so. Man sollte es doch gefälligst hinnehmen. Und solche Leute, die das dann halt auch teilweise richtig aggressiv bashen, die sind für mich eigentlich nur armselig. Die sind ja für mich eigentlich, sie kommen mit ihrem Halbwissen an Man merkt es auch, wenn man sich mit den Leuten versucht zu unterhalten. Sie haben überhaupt keine Argumente für das, was sie sagen. Sie können es überhaupt nicht belegen. Sie haben, wenn ich eine Gegenfrage stelle, können sie diese Frage schon gar nicht mehr beantworten, weil sie das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was sie da eigentlich erzählt haben und eigentlich nur nachplappern. Und ich sage mal, sie glänzen halt mit fachlichen und sachlichen Halbwissen und können, wie gesagt, konkrete Fragen können sie nicht beantworten. Ja, und diese Leute argumentieren ja auch gegen Greta Thunberg, also eine 16 Jahre junge Frau, sage ich mal, dass sie von ihren Eltern gesteuert seien, dass die Eltern ihr alles vorleben und sie eigentlich nur alles nachmacht, was ihre Eltern machen. Da stellt sich mir als erstes dann mal die Frage, machen das eure Kinder nicht? Leben eure Kinder nicht oder machen eure Kinder nicht das nach, was ihr ihnen vormacht? Also selbst wenn es so wäre, dass es bei der Greta Thunberg so sein soll, ist das die normalste Sache der Welt. Andersrum muss man mal ganz einfach sagen, hier ist eine 16 Jahre junge Frau, die Massen auf der ganzen Welt bewegt, die wirklich auch gerade junge Leute anspricht und ihnen zeigt, hier läuft was schief, wir müssen was dagegen machen. Andersrum hält diese 16 Jahre junge Frau uns allen auch einen Spiegel vor, nämlich den Spiegel, was machen wir alles hier mit dieser Welt? Wie gehen wir mit dieser Umwelt um? Was haben wir in den letzten Jahrzehnten alles getan? Und was haben wir vernichtet? Und das Ganze hält sie uns im Endeffekt vor. Und sie hat mehr bewegt, als es irgendein Politiker irgendwann mal in seiner ganzen gesamten Regierungslaufbahn selber mal geschafft hat. Und selbst Wissenschaftler stehen hinter Greta Thunberg und sagen, ja, das, was sie sagt, das stimmt tatsächlich, das ist nachgewiesen und wir stehen voll und ganz hinter ihr. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, die ist ja nur von ihren Eltern gesteuert, die Eltern machen ja nur Geld mit ihr. Und selbst wenn es irgendwelche Verknüpfungen geben sollte, dass der Vater in irgendeiner Firma arbeitet, wo wiederum jemand ist, der irgendetwas macht, mit dem Greta Thunberg jetzt gerade zu tun hat. Ja, wie gesagt, machen eure Kinder denn nicht auch irgendwie was von euch nach oder wie? Oder
ihr verknüpft ja euer Wissen, eure Bekanntschaften auch mit euren Kindern. Und warum soll nicht eine Klimaaktivistin von dem profitieren, von den Kontakten, von der Connection, die ihre Eltern haben zu irgendwelchen Wissenschaftlern oder selbst wenn es jemand von der Presse ist und mit ihr da irgendwann ein Interview macht oder sonst irgendwas, warum soll man das denn nicht nutzen? Und das wird hier komischerweise angekreidet. Passiert das aber bei euch oder mit der Verbrennerlobby? Nein, dann ist das ja was ganz Normales, dass es da so läuft. Ja, also wir müssen uns ja nur mal angucken, wie die Medien in den letzten Jahren gerade so mit Dieselgate hier in Deutschland umgegangen sind, wie das alles so noch beschönt wurde. Und ja, da kann ja keiner was für. Der schlimme Endverbraucher, der hat ja die Verpestung gemacht und all so ein Kram. Und da sollte man sich mal überlegen, dass halt dieser ganze Kram hier um Diesel geht. Da haben im Endeffekt die Leute, die sich ein angeblich sauberes Auto gekauft haben, die wurden über den Tisch gezogen. Und die sagen heute vielleicht auch zu Recht, nein, danke, nie wieder ein deutsches Auto. Ja, das ist halt so der Punkt, den ich halt sehe, dass Greta bei den Leuten Angst hervorruft. Und zwar die Angst vor Veränderung. Und da ist halt so der Punkt, wieso sollten sonst die Leute so extrem aggressiv gegen sie wettern und bashen und sie also wirklich beleidigen und sonst wie Bezeichnungen. Also da gibt es ja wirklich Beschimpfungen und Bedrohungen mittlerweile gegen diese junge Frau. Da muss man sich mal an den Kopf fassen und fragen, ey, was habt ihr eigentlich für Probleme, dass ihr euch so dermaßen gebären müsst, dass ihr also schon kriminelle Handlungen von euch geben wollt. Nur weil jemand etwas tut, was schon längst überfällig ist. Und diese Frau verursacht jetzt halt eine Angst vor Veränderung. Also ich habe auch Angst vor Veränderung und auch, ich denke mal, die Greta hat auch Angst vor Veränderung, nämlich was passiert, wenn wir diesen Klimawandel nicht stoppen, wenn wir ihn nicht bremsen können und nicht idealerweise halt aufhalten können. Was passiert denn hier mit dieser Welt? Was passiert mit der Umwelt? Was passiert mit uns Menschen? Was passiert überhaupt mit dem Leben auf diesem Planeten, wenn wir das alles nicht schaffen? Okay, die ältere Generation unter uns kann jetzt sagen, gut, wir leben ja nur noch ein paar Jahre, dann sind wir eh weg vom Fenster. Aber die jüngere Generation, unsere Kinder, Kindeskinder, wie auch immer, die müssen auch auf diesem Planeten leben. Und was nützt es euch, wenn ihr jetzt hier weiter in Saus und Braus lebt, Kinder in die Welt setzt und in, was ich, 10 Jahren macht es Bumm und dann gibt es diesen Planeten vielleicht nicht mehr, jetzt mal übertrieben gesagt. Da habt ihr auch nichts von und eure Kinder schon gar nicht. Und das ist halt die Angst auch, dass diese Veränderung weg von den Verbrennern, Entschuldigung, jetzt ist hier mein Handy wieder am Bimmeln, dass diese Veränderung halt auch Folgendes mitbringt, nämlich die Ungewissheit für die Zukunft. Wenn ich jetzt weggehe von den Verbrennern, von der Verbrennerindustrie, was passiert denn eigentlich mit meinem persönlichen Leben, mit meiner Arbeit, mit meinem Umfeld, was ich habe? Kann ich denn überhaupt so weitermachen oder muss ich dann jetzt, verliere ich meine Arbeit oder wie auch immer? Und das haben wir auch von der Automobilindustrie hier gerade vom größten deutschen Automobilhersteller, vom VW-Konzern in den letzten Jahren erfahren, dass da halt die großen Manager gesagt haben, von wegen die oder der große, ja doch waren mehrere, gesagt haben, die Elektromobilität vernichtet Arbeitsplätze. Und da waren wir halt mittlerweile bei 207.000 Arbeitsplätze, die vernichtet werden sollten. Wobei die 7.000 waren, glaube ich, von der Presse in die Welt gesetzt worden. Aber es waren 200.000 Arbeitsplätze, 100.000 für die Elektromobilität und 100.000 wegen des WLTP-Wertes. Den hat allerdings, beides hat ja sozusagen der VW-Konzern selbst verschuldet durch sein Dieselgate. Würde es diesen Dieselgate nicht geben, hätte VW von vornherein gesagt, wir können so eine sauberen Diesel gar nicht produzieren, wir produzieren nur noch Benziner. Dann wäre das ja gar nicht aufgeflogen und beziehungsweise wäre es ja gar nicht zu diesem Skandal gekommen und wir hätten vielleicht gar nicht so diesen Trend jetzt hin zum Elektroauto. Also wiederum alleine dieses Gebaren auch,
Das von wegen, es vernichtet Arbeitsplätze, das führt dazu, dass tatsächlich Arbeitsplätze vernichtet werden, weil sich niemand mehr traut zu investieren oder halt dementsprechende Produkte einzukaufen, weil die sind ja schlecht. Und da sollten sich halt mal die Leute, die gegen Elektromobilität bashen und Diesel lebe hoch rumschreien, und die Leute, die halt Arbeitsplätze riskieren, sozusagen, die sollten sich da mal halt überlegen, was sie da eigentlich vom Stapel lassen. Weil das ist halt ein absolutes No-Go, dass man solche Sprüche loslässt, von wegen, ja, wir verlieren Arbeitsplätze durch die Elektromobilität. Das zeigt eigentlich nur, wie schwach das Management eigentlich ist oder der Manager selbst, dass er selbst das nicht in die Hand nehmen kann und selber für Veränderungen in seinem Konzern sorgen kann. Das ist halt das, was ich extrem schade finde, mal an Leuten, die eigentlich ja, einen guten Job haben, aber dann vielleicht irgendwie doch so ein bisschen in die Kloschüssel greifen und nicht so ganz wissen, was sie da eigentlich tun. Ja, was ich halt, wie gesagt, auch dementsprechend extrem schlimm finde, ist dann halt so Kommentare loszulassen, wie von wegen, diese Frau sollte ja endlich mal wieder zur Schule gehen und nicht noch andere dazu anstiften, die Schule ebenfalls zu schwänzen. Zum einen wisst ihr, glaube ich, gar nicht, was die Greta Thunberg überhaupt alles macht. Vielleicht ist sie mit der Schule schon fertig, schon mal nachgedacht drüber. Vielleicht macht sie auch gerade ja, so eine Art Praktikum oder ein soziales Jahr. Wäre ja auch, also beispielsweise, macht euch da erstmal schlau über diese junge Frau, was sie denn überhaupt macht und was sie denn überhaupt bewegt. Und das ist halt so ein Punkt, denn halt diese ganzen Beschimpfungen, die dahingehen bis zur Prostitution und Gewaltandrohungen gegen diese Person, ist das Allerletzte. Und jedenfalls ist es dann halt auch so, dass immer noch die meisten Leute halt so mit 6 aus 49 Hochrechnung ankommen und sagen von wegen, ja, was sollen wir denn jetzt gegen den Klimawandel machen? Deutschland sind ja nur, oder die Deutschen sind ja nur 2% der Weltbevölkerung. Ich kann da nur sagen, scheiß doch, wir sind 2% der Weltbevölkerung und 2% der Weltbevölkerung kennen den Rest, also den 98%, wobei da sind es ja noch nicht mal, der Weltbevölkerung zeigen, wir tun etwas gegen diesen Klimawandel, wir tun etwas für eine saubere und lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten, für den Erhalt der Natur oder für den Erhalt dieses Planeten generell. Und da sage ich mal, sind 2% vielleicht ein kleiner Anteil, aber können eine große Wirkung haben. Und da sehe ich leider Gottes auch wiederum, dass unsere Politiker hier kläglich versagt haben. Also gerade diese Regierung, die wir hier haben, hat kläglich versagt, was jetzt gerade beim Klimawandel oder den Klimawandel anbetrifft. Und da hätte man viel mehr machen können. Man hätte knallharte Fakten auflegen können, den, sag ich mal, der Automobilindustrie auf gut Deutsch gesagt, die Pistole auf die Brust setzen müssen und sagen müssen, hier, jetzt macht mal was. Weil wir haben hier in Deutschland, haben wir die Techniker, wir haben die Wissenschaftler, wir haben die ganzen Fachleute hier, die wirklich super Sachen gelernt haben und auch leisten können. Aber sie dürfen es nicht leisten, weil sie gar nicht gefordert werden. Der Einzige, der es jetzt zeigt, ist, glaube ich, hier der Porsche-Konzern, der mittlerweile immer mehr Leute ausbildet für Elektromobilität. VW ist jetzt auch so langsam mal entkommen und sagt, ja, wir brauchen Fachkräfte, also bilden wir sie selbst aus, beziehungsweise schulen sie um. Und ja, warum kann man das denn nicht machen? Und das ist halt so ein Punkt, da sage ich ganz einfach mal, wir sind 2%. Hurra, wir sind 2% und wir können eine Menge bewegen. Wobei, wenn ich mir die anderen Länder ringsherum angucke, gerade Norwegen, da kann ich nur sagen, da sieht es eher umgekehrt aus. Da sind vielleicht 2% nicht dabei und der Rest macht aber mit. Und das ist schon mal der größere Teil und das ist viel mehr wert. Ja, das sind halt so diese Hasskommentare gegen Greta Thunberg als solches, als Person. Und die mich halt schon mal tierisch aufgeregt haben. Dann kommen noch mal so die Klima-Hasskommentare, die ich wirklich überall mittlerweile lese. Von wegen, ja, die fahren zu den Klimademos und fahren sie mit ihren alten Verbrennerautos, die schon 10, 20 Jahre alt sind, und fahren damit nach Berlin zur Demonstration, um da zu demonstrieren, und vergurken da, verpesten die Luft. Jetzt muss ich mal eins sagen.
Mir ist es doch lieber, die fahren mit einem alten Auto durch die Gegend, was keinen durch die Erzeugung erstandenen Klima- oder CO2-Rucksack mehr mit sich rumschleppt, sondern diesen schon abgefahren hat sozusagen und in der Klimabilanz immer noch besser dasteht, als wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufen würde, wo ich wieder ein Klima- oder CO2-Rucksack hinten drauf habe. Da fahre ich doch lieber mit vier, fünf Leuten in dem Auto durch Berlin, habe weniger Energie verbraucht, als wenn ich mit dem Flugzeug fliegen würde beispielsweise, was ja dann auch einige Leute ganz gerne tun. Und dann halt auch noch rumerzähle von wegen, die Leute hinterlassen ja so viel Müll nach den Demonstrationen, die schmeißen ja ihre Plastikbecher und sonst was dahin. Komischerweise ist von den Leuten, die das behaupten, nie einer dabei gewesen. Keiner hat gesehen, war der Müll vielleicht schon vorher da, weil Leute, wir sind hier in Berlin. Dreck gehört hier zur Tagesordnung. Berlin ist eine der dreckigsten Städte Deutschlands. Da müsst ihr mal drüber nachdenken. Und wenn auf irgendeinem Platz Leute weggehen und da liegt mit mal Dreck rum, dann kann das durchaus sein. Und das ist sogar eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass der Dreck schon vorher da gelegen hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Klimaaktivisten so viel Dreck machen. Es kann schon immer mal vorkommen, dass man da mal was verliert, dass einmal was aus der Tasche fällt oder man es irgendwie in der Panik oder in der Masse vielmehr nicht mehr aufheben kann und beseitigen kann. Das kann alles vorkommen. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass dieser Dreck da schon vorher gelegen hat. Und das ist halt so ein Punkt. Oder auch, was ich denn gehört habe, von wegen, ja, die verhunzen jetzt den Tiergarten, die schlagen da ihre Zeltleger auf und verhunzen da alles. Also das, was ich gesehen habe, das war, glaube ich, ein Zelt, was da im Tiergarten stand. Das andere waren Dachzelte auf dem Auto gewesen oder die Leute haben sogar im Auto selbst geschlafen. Das ist ein anderer Punkt. Und das kommt dann halt, oder so eine Kommentare kommen dann halt von Leuten, die wahrscheinlich noch nie gecampt haben, noch nie gezeltet haben und jedes Jahr vier, fünf Mal in ein Sternehotel fliegen und das für total umweltfreundlich halten, weil sie sitzen ja nicht alleine im Flugzeug, sondern mit ein paar hundert Leuten da drin. Und ja, sie fliegen dann halt mal irgendwo anders hin, aber gekämmt haben sie selbst noch nicht, weil das ist es halt nicht. Ja, kommen wir jetzt mal zu dieser ganzen Debatte. Wir haben jetzt schon die Debatte über Umwelt. Schädigung durch den Abbau von oder durch den Bau von Elektroautos für die Rohstoffe werden ja so viele Rohstoffe gebraucht, dass halt die Umwelt stark geschädigt wird und die Kinderarbeit, die damit einhergeht, das habe ich ja schon alles durch, aber ihr vergesst halt auch immer wieder, dass beispielsweise immer noch Erdöl gefördert wird und dass beispielsweise jetzt für die Förderung von Erdöl oder durch die Förderung von Erdöl auch Kriege ausgelöst werden, dass da nicht nur Kinder bei zu Tode kommen, sondern auch erwachsene Menschen. Das ist da total egal. Es kommen Menschen ums Leben, nur dafür, dass halt Öl gefördert wird. Und dass halt einige Länder sich daran wirklich die Regierung reich dran verdienen und das Volk in Armut lebt, das ist halt auch noch so ein Ding. Und ja, wenn wir auch kein Wort darüber verlieren, dass es immer noch Jahr für Jahr Umweltkatastrophen und Schiffsunglücke gibt, die halt ja, weil immer noch passieren, dann hört man kaum noch was drüber. Klar, dass dann halt mal ein Tanker verunglückt oder so. Da liest man irgendwie mal ein, zwei Tage was in der Zeitung oder hört was in den Nachrichten. Und das ist es dann gewesen. Und ja, erst in diesem Jahr, könnt ihr euch vielleicht auch noch dran erinnern, so ganz dunkel, gab es im Golf von Texas, hieß es da, aber es ist der Golf von Mexiko, aber da halt irgendwie so der texanische Teil. Ein Unglück, wo ein Tankschiff mit Benzin gerammt wurde und das Benzin ist ausgelaufen. Und da wurden dann halt die Umweltorganisationen in den USA wurden da gar nicht eingeschaltet, weil es ist ja alles harmlos, weil Benzin verdunstet ja. Und die ganzen toten Meerestiere, die denn da rumschwammen oder an den Küsten lagen, na, die lagen da schon vorher, die haben damit nichts zu tun. Da redet kein Schwein mehr drüber. Und beispielsweise auch, dass 2017 in Rotterdam eine Raffinerie gebrannt hat. Vielleicht könnt ihr euch da noch daran erinnern an die Bilder. Da hört man heute gar nichts mehr drüber. Und damals hat man auch nur ganz kurz mal ein, zwei Tage was drüber gehört.
Und das, was man bis heute noch hört, ist eigentlich nur, dass dieser Brand den Ölpreis befeuert hat. Ja, also schwarzer Humor in bester Reinform sozusagen. Da können uns eigentlich schon die Briten drüber beneiden oder drum beneiden. Ja, der CO2-Rucksack der Elektroautos ist das nächste Thema. Ist es richtig? Elektroautos haben einen riesengroßen CO2-Rucksack durch die Produktion des Akkus. Weil für die Herstellung des Akkus wird halt sehr viel Energie gebraucht und da rechnet man dann halt raus, wie viel Energie ist das denn und wo wird die Energie oder wie wird die Energie halt erzeugt und dementsprechend, ich habe jetzt keine Zahlen dafür, das sage ich gleich, entsteht halt ein riesengroßer CO2-Rucksack. Das ist richtig, das ist absolut richtig. Auch ein normal produziertes Verbrennerfahrzeug, sage ich jetzt mal, hat auch einen CO2-Rucksack durch die Produktion. Der ist aber, wie gesagt, doch einiges geringer wie jetzt das Fahrzeug mit dem großen Lithium-Ionen-Akku darunter. Da ist es halt wirklich viel mehr. Aber es gibt halt einen Vorteil, und zwar den, dass das Elektrofahrzeug, falls überhaupt, eine viel geringere CO2-Emission verursacht, wenn es idealerweise über eine neue erneuerbare Energie immer wieder aufgeladen wird, dann erzeugt es sogar gar keinen CO2-Ausstoß. Ist es aber halt vom Strommix abhängig, dann haben wir halt vom Strommix abhängig den CO2-Ausstoß. Der ist aber geringer, als wenn ich jetzt mit einem Verbrennerauto weiterfahre, weil da produziere ich ja immer weiter CO2 und das in großen Mengen halt durch den Kraftstoff, den ich verbrenne. Oder auch die Öle, die produziert werden müssen. Dafür wird auch überall für die Schmierstoffe halt CO2 benötigt. Und das habe ich halt nicht. Und da ist es je nachdem, wie viele Fahrstrecke ich pro Jahr fahre, komme ich halt beim Elektroauto ungefähr bei 2 bis 3 Jahren auf einen Gleichstand mit dem Verbrennerauto. Und von da an sieht es so aus, dass das Verbrennerauto eine höhere CO2-Bilanz hat als das Elektrofahrzeug. Halt, wie gesagt, ganz abhängig vom Strom, wie der erzeugt wird. Und da ist halt auch nochmal so der Punkt, wo dann halt gesagt wird von wegen, die Akkus werden halt nicht recycelt, das würde ja alles dann wieder in den Müll fallen. Und da frage ich mich nur, was macht ihr mit den Akkus hier? Ne? Also mit dem kleinen Handy-Akku, schmeißt ihr den in den Hausmüll oder wie? Also macht ihr auch nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr es nicht macht. Ihr bringt die zum Recyclinghof oder zum Händler wieder zurück und tut die da in den Sammelcontainer für Altbatterien. Dann werden die nämlich auch recycelt, genauso wie die Dinger hier. Ein Thema hatte ich hier noch gehabt. Und zwar habe ich schon angesprochen, dass halt dieses Halbwissen die Binnenwirtschaft auch mit schädigt. Wie ich es ja schon gesagt habe, halt die Automobilindustrie, wo halt die Manager gesagt haben, die Elektromobilität würde die Arbeitsplätze gefährden. Und wie gesagt, es investiert dann keiner mehr und das schädigt auch den Arbeitsmarkt. Und da haben wir dann halt keinen Wirtschaftskreislauf mehr, den haben wir ja sowieso schon lange nicht mehr. Wir haben ja hier eine Wirtschaftsspirale, die halt immer mehr das Geld rauszieht, aber es kommt nichts mehr zurück. Und ein Gegenteil erleben wir jetzt gerade bei VW und Porsche, habe ich schon erwähnt, die halt investieren, die halt Fachkräfte ausbilden, die neue Fabriken aufbauen, neue Montagebänder aufbauen. Oder halt Kattel kommt jetzt auch hierher und baut ein Werk für die Produktion von Akkus für Elektrofahrzeuge auf. Und ganz neu, jetzt vor 2 Tagen kam es heraus, Elon Musk hat das verkündet, Tesla wird hier im Raum Berlin die 4. Gigafactory bauen und da auch mehrere tausend Arbeitsplätze mit herstellen oder produzieren. Und was ja auch dieser Region hier endlich mal zugute kommt, weil so gut sieht es hier mit Arbeitsplätzen nämlich auch nicht aus. Nicht umsonst haben wir mit die höchste Arbeitslosenquote hier in der Region. Und nicht nur das, sie wollen auch, also Tesla will hinterher, wenn dann irgendwann mal, sofern nicht vorher schon die Abrissverfügung gekommen ist, soll ja mal der BER tatsächlich eröffnen. Und daraufhin wird dann halt in kurzer Zeit danach, man spricht sogar innerhalb von 14 Tagen, soll halt
der Flughafen Tegel stillgelegt werden. Und da soll dann halt irgendein Business Park draus werden oder ja, man geht da halt irgendwie auf Forschung drauf ein oder so. Irgendwas soll da dementsprechend, ein Campus soll da entstehen. Und da möchte Tesla auch noch mitmischen und dort halt ein, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ich habe es jetzt nur vorhin flüchtig gelesen. Sie wollen da irgendwie ein Forschungszentrum oder sowas aufbauen oder Entwicklungszentrum. Wie gesagt, ich weiß es gerade nicht genau. Irgendwas meinte Elon Musk jedenfalls, möchte er da noch hinbauen. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, die Elektromobilität ist momentan arbeitsplatzfördernd. Also zumindest ist es so fördernd, dass hier zwei neue Fabriken gebaut werden, dass VW und Porsche seine Werke ausbaut, umbaut und dort halt Arbeitsplätze schafft. Und es wird auch in Zukunft so sein. Wir sehen es ja jetzt schon, wenn wir mal zum Händler kommen und gucken, was da für Unfallautos stehen. Da stehen dann auch mal Hybrid- oder Elektrofahrzeuge und die müssen dann auch mal repariert werden. Es gibt auch den Zubehörmarkt, der momentan immer mehr auf die Elektromobilität ausgeht. Also es ändert sich unwahrscheinlich viel zum Positiven. Und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, Elektromobilität vernichtet momentan keine Arbeitsplätze, ganz im Gegenteil, sie fördert diese. So, kommen wir jetzt noch zu einem Thema, wo ich echt nur den Kopf drüber schütteln kann, weil da muss man noch nicht mal großartig Mathematik studiert haben, um sich das ausrechnen zu können, dass das absolut nicht hinkommt, was ihr da erzählt. Nämlich, Elektroautos brennen tagtäglich und das mehrere hier in Deutschland. Dem ist leider nicht so, weil es gibt auch eine Statistik und ja, wer hat die denn erfunden, die Statistik? Nein, sie wurde nicht bezahlt, sie ist auch wieder von freien Leuten, stammt nämlich von der Feuerwehr, diese Statistik. Und die besagt nämlich, dass in Deutschland 64 Verbrenner-PKWs tagtäglich brennen, also 64 Autos in Deutschland. Und im ganzen letzten Jahr waren es zwei Elektroautos, die gebrannt haben. Bei beiden Fahrzeugantriebarten ist jetzt die Frage, warum haben die Autos überhaupt gebrannt? Hat es denn unbedingt etwas mit dem Antrieb zu tun oder gab es da vielleicht andere Geschichten? Also Brandstiftung wollen wir schon mal ausschließen, die ist da nicht mit drin, sondern es geht halt durch wirklich Fahrzeuge, die während der Fahrt angefangen haben zu brennen oder aufgrund von Unfällen. Und bei Unfällen beispielsweise sehen beide Autos gleich schlecht aus, weil das, was da als erstes anfängt zu brennen, ist die Klimaanlage bzw. das Kältemittel, was da drin ist. Das ist nämlich hochentflammbar. Wie heißt das denn nochmal irgendwie? 1234 XY oder irgendwie so ähnlich. So einen ganz komischen Namen hat das Zeug. Das Zeug ist hochentflammbar. Und so hat man beispielsweise auch vor 2, 3 Jahren brannte mal ein Tesla. Und da brannte definitiv nicht der Akku, sondern die Kälte, also die Klimaanlage hat Feuer gefangen, also das Kältemittel da drin. Beim Verbrenner kommt es halt noch dazu, ihr habt halt einen hochentflammbaren Kraftstoff da drin, also Benzin. Und wenn da halt eine Undichtigkeit vorne irgendwo ist, weil eine Dichtung porös ist, sondern ein Schlauch oder eine Leitung porös ist im Motorraum, wo Sprit durchläuft, und das kommt irgendwie in den Bereich von heißen Teilen, da entstehen ja auch Gase, die entzünden sich dann mal schnell, oder der Sprit, der läuft direkt auf den glühenden Auspuffkrümmer. Ja, dann habt ihr verschissen, ne? Das könnt ihr denn vergessen, das Ding. Oder euch fährt einer rein und der Tank zerbürstet. Das kann tatsächlich noch passieren. Gibt es immer noch so eine schweren Unfälle. Die Autos, wo man halt hört von wegen, da hat wieder ein Tesla gebrannt oder so, das war erstens nicht in Deutschland, das war einmal in China gewesen. Da hat ein eifersüchtiger Liebhaber das Auto seiner Frau oder seines Mannes oder wie auch immer das es war, demoliert und beziehungsweise den Akku so manipuliert, dass er Feuer gefangen hat. Da ging das Feuer dann auch vom Akku aus, weil der halt manipuliert war. Das andere Ding war halt, dass ein Amerikaner meinte, er müsste mal mit seinem Revolver in den Akkublock schießen, und dann hat das Ding auch gebrannt. Das wäre dann halt sozusagen vergleichbar mit der Brandstiftung, die wir hier in Deutschland haben, wo dann halt die Reifen angezündet werden und dann das ganze Auto abbrennt. Und das ist aber ein Punkt, da brennt alles, da brennt nicht nur ein Verbrenner, da brennt auch ein Elektroauto. Und da muss man dann ganz ehrlich mal sagen, Leute, immer schön brav den Teppich auf den Boden lassen, ne? So funktioniert das nicht. Wenn ihr schon irgendwelche Kommentare loslassen wollt oder halt gegen irgendetwas basht, dann informiert euch doch mal vorher.
Und wir haben genug über Dieselgate erfahren, wie die Automobilindustrie da halt die Kunden über den Tisch gezogen hat. Da ist komischerweise nicht so ein Riesenaufschrei gewesen wie jetzt über die Elektromobilität, aber das wurde halt auch von den Firmen, die halt Dieselgate überhaupt hervorgerufen haben, wurde das ja gesponsert und gefördert. Und auch die Medienanstalt hier in Deutschland oder die Medien Landschaft vielmehr, die wir hier in Deutschland haben, die hat es ja auch noch mal mit gefördert, dass halt dieses ganze Bashen gegen die Elektromobilität überhaupt erstmal so groß aufgekommen ist. So, ja, ich bin jetzt schon am Ende. Ich weiß gar nicht, das wird, glaube ich, 2 Stunden lang das Video. Ich hoffe euch, ich habe euch nicht so sehr gelangweilt hiermit. Das war einfach mal ein Statement von mir über zu diesen Themen Kinderarbeit, Klimaaktivisten, Elektromobilität. Rohstoffe und diesen ganzen Kram, diese ganzen Punkte wollte ich einfach einmal abgearbeitet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen rauf da. Wenn ihr Kommentare schreiben wollt, dürft ihr es gerne unten machen. Ihr dürft diesen Kanal auch gerne abonnieren, würde mich freuen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.